Gelassen ist einfach, wenn man Finanzgeschäfte jederzeit und überall erledigen kann. Sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio und Kickers TV von Biebershöhen im Sparda-Bank Hessen-Stadion. Da gastiert einmal mehr der FC Nöttingen. Sie kommen immer wieder. Und das ist das Stichwort. Er kommt auch immer wieder. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Lutz Kammermeier. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße Gemeinde daheim an den Röhrengeräten und Rundfunkempfangsstationen, wo ihr uns hört, an der Kiesgrube, auf der Couch oder im Keller. Wahrscheinlich irgendwo auf der Terrasse, weil das Wetter ist richtig geil, zumindest hier in Offenbach. 29 Grad, dürfte mittlerweile so auf 25 abgekühlt haben, in Anführungsstrichen, Sonne scheint. Blauer Himmel, also komplett angerichtet für einen richtig schönen Fußballabend. Was, Lars? Absolut, das ist richtig hervorragende klimatische Bedingungen und noch ein bisschen Restsonne. Und der OFC, naja, der will heute nochmal richtig Gas geben, das hat ja zuletzt nicht so gut geklappt. Aber die Leistungen der letzten Wochen zeigen eigentlich, dass sie es können. Und ich glaube, heute, ja, sollte es wieder klappen. Ja, wir müssen ihnen einfach zugestehen, dass da auch mal eine Delle kommt. Das ist einfach so. Das ist ja keine fertige Mannschaft von lauter erfahrenen 28-Jährigen, ja, oder Nationalspielern. Da gibt es mal Dellen, wo auch immer der Grund zu suchen ist. Ich weiß es nicht. Ich vermute so, von allem war das etwas. Aber das muss man ihnen zugestehen. Zu sehr haben sie uns schon verwöhnt und sie werden uns auch weiter verwöhnen. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass sie heute hier, ja, wieder ein Ding hinlegen, das uns Freude macht. Oh, Lars. Ehrlich, da muss der Tisch noch gar nicht gemacht. So nicht. Also. Boah. Ja, warum denn? Also, da haben wir. Scheiße. Nochmal. Ganz schnell hin. Also gleich wird's losgehen. Jetzt sind alle Fototermine durch und der OFC, der wird anstoßen. Matthew Taylor, der alte Fuchs, der kann es immer noch. Und heute will er es unter Beweis stellen. Erstmals in der Anfangsformation. Jetzt geht's los, Gott mit uns. Der OFC, der ist im Spiel und auch am Ball. Marco Rapp, der schlägt die Kugel vorne aufs halblinke Feld. Dann allerdings erst einmal die Nöttinger dazwischen. Und dann werden sie da hinten die Kugel herausklären. Ja, er lässt ihn ausrollen da, also mit dem letzten Tropfen Sprit kullert der Ball aus über die Linie. Das ist ein Torwart, der Robin Kraski, dass er einen Abstoß da hinten, ja, ausführen kann. Also das sieht man mal, weiß ich nicht, da haben sie dann schon Muffe gehabt, aus dem Spiel heraus den Ball nach vorne zu schlagen, weil den hätte er ja locker laufen können und nach vorne bringen. Jetzt sortieren sie sich natürlich vorne, die Nöttinger, und Kraski haut den Ball hier auf die rechte Seite, Mittellinie etwa, kommt da runter. Erst der Kopfball gewonnen, Theo den nächsten und dann resolut Stefano Meyer den Ball nach vorne wieder gebracht. Ja, unterrissen der Ball vom Nöttinger, der Kopf der Zweite. Ja, die sind es nicht da, Ball im Aus, OFC, das müssen wir ein bisschen ausnutzen. Das ist ja fast die komplette Oberliga-Aufstiegsmannschaft von Nöttingen. Das ist jetzt nicht so, dass die da 10 Weltstars dazugeholt haben. Die haben, ich meine das gelesen zu haben, ihren Etat sogar noch abgespeckt im Vergleich zur Oberliga, also... Da ist absolut basic angesagt und ja, vielleicht können wir das ausnutzen, dass sie das nicht so gewohnt sind. Oh, da hat Matthew Taylor den Ball mitten auf die 12 gekriegt, mitten auf die Nase, da liegt er. Den hat es umgehauen wie ein Preisboxer in den 30ern. Also Verletzungsunterbrechung erst einmal und das sage ich, ihr könnt auch heute mitgestalten. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de, da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Und es gibt natürlich auch heute eine Gewinnspielfrage. Die Gasversorgung Offenbach, die gibt ja immer Vollgas für den OFC und auch für das OFC-Fanradio. Und heute will sie wissen, bei welcher Bank hat denn das Fanradio sein Unterstützerkonto? Weißt du wieder nicht? Nee. Ich habe also dir meine Unterstützung immer bar gegeben. Aber wer es weiß, der kann schreiben an fanradio@ofc.de und dann ist er mitten in der Lostrommel. Zu gewinnen gibt es heute
Ja, zwei Haupttribünenkarten wie immer. Und das ist, Lutz, nur der zweite Preis. Denn der erste Preis sind sogar zwei VIP-Karten. Und dann Nettingen mit dem ersten. Warnschuss, aber Eckes, der ist unten. Taucht darunter, hat die Kugel geholt. Also hast du das mitbekommen? Es gibt zwei VIP-Karten. Oh, wow, das ist der erste Preis. Und dann losen wir nochmal für den zweiten Preis. Nämlich ganz normal zwei Haupttribünenkarten. Ja, wunderbar. Da gibt es ja sozusagen zwei Sieger. Zwei glückliche. Ja. Und das Gas. Eben, warte mal, wir wollen nicht unterhalten. Reinhard Schenker war es eben. 25 Meter zentral. Da zieht er mit rechts mal ab, flach. Eckes taucht in sein rechtes Eck aber ab, hat den Ball sicher aufgenommen. Und jetzt bauen wir hintenrum wieder auf. Wir wollen nicht den Namen des Chancenschützen hier verschweigen. Der OFC mit Vierrad auf der linken Seite dreht erst einmal ab, wieder zurück auf Theo. Ja, Theo, ja, mit dem falschen rechten Fuß ein richtig schönes Tor gemacht. Vielleicht macht er ja heute mal mit seinem richtigen Fuß noch eins. Legt er mal nach. Damit wäre er ja in der Torjägerliste mal weit oben gelandet bei uns. Zumindest mal zwischenzeitlich. Raus auf Kirchhoff gespielt in der eigenen Hälfte. Da ist Gaul. Gaul hat, glaube ich, eine Sturmfrisur. Der hat sich die Seiten ausrasiert, dass da so ein halber Breit... ist noch windschlüpfriger als sonst. Ja, ja, ja. Sieht auf jeden Fall noch gefährlicher aus. So. Jo, da ist er, der Torschütze aus Wetzlar. Durchgesteckter Foccia. Dann kommt er aber allerdings nochmal zurück. Vierrad und dann wurde Hand gesehen und geahndet. So gibt es Freistoß. Ja. Dann wollen wir mal schauen, denn Nettingen noch in der eigenen Hälfte auf der halbrechten Seite. Werden sie den Ball wohl weit, weit, weit nach vorne schlagen? Ja, denke ich auch mal. Mit rechts kommt er, bleibt auf der rechten Seite, geht in den Strafraum rein. Meier per Kopf, Rapp der nächste Kopf, Theo der dritte Kopf. Und jetzt der Fuß von Vierrad, die Hacke von Vierrad zurück auf Theo gespielt. Der Ball Mitte der eigenen Hälfte noch quer auf Brian Gaul. Der nimmt jetzt hier auf der linken Seite ein bisschen Fahrt auf Theo gleich, zurück auf Meier gespielt. Ja, müsst ihr jetzt mal öffnen, auf die andere Seite machen sie Meier auf Kirchhoff wieder. Steigt immer auf den Ball, Rapp, eigene Hälfte noch, quer gespielt auf Meier, der halb links jetzt ist. Über die Mittellinie jetzt geht mit großen, schnellen Schritten links raus auf Theo. Kurz auf Vierrad, am ersten ist er vorbei. Muss zurückspielen auf Brian Gaul und jetzt einen weiten Pass. Eiei, da muss aber der Mike Vetter ganz schön den Turbo einlegen. Hat ihn den geholt, hat ihn holen können, sehr gut gemacht. Rechtsaußenposition auf Taylor, der lässt prallen wieder auf Vetter am Strafraum. Sinse spielen kurz, Doppelpass, Vetter ist durch, noch ein Haken und ein Haken noch, eieiei, und da ist, Vierrad, ein Meter daneben. Ah, da hat Mike Vetter aber sehr, sehr kompliziert gemacht. Ja, da hat er sich nicht getraut, mit dem linken Huf abzuziehen, obwohl er eigentlich einen schönen, schönen Sololauf hinter sich hatte. Aber da hatte er kein Zutrauen zum linken Huf, wollten sich auf den rechten legen. Da konnten sie erst einmal klären, dann zu Vierratten, der so aus knapp 20 halblinken Metern zieht er ab mit links. Und der Ball rauscht hinten knapp am langen Pfosten vorbei. Also das war jetzt hier nach 4 Minuten und 40 Sekunden etwa die erste richtig gute Chance für den OFC. Der richtig gute Angriff, eingeleitet das Ganze durch einen tollen, tollen Diagonal. 50 Meter Diagonalpass von Brian Gaul. Und dann kam die Vetter-Show mit dem Abschluss von Vierrad. So, Nettingen baut auf, hinten noch in der Kette sind sie unterwegs. Jetzt versuchen sie nach vorne zu spielen, aber der Ball landet im Niemandsland. Beziehungsweise bei Eckes, der heute ganz in Blau spielt mit knallorangen Handschuhen, ist er da hinten. Unser Torwart und ganz in Schwarz, ohne Blumenstrauß, der Robin Kraski im Tor. So, und Hodja halb links, kurz auf Matt Taylor, schön durchgesteckt, Laufduell da, Vierrad kommt heran gegen Schenker. Nein, Brenner ist es, Timo Brenner, der Kapitän, der will ihn ausrollen lassen, muss ihn aber annehmen, den Ball. Und rausgeschlagen auf den Kopf von Rapp, der will ihn verlängern. Ja, da wird er angegriffen von Maggio, von Marzia Maggio. Aber Meier haut ein Brett auf Eckes Schienbein, aber der ist halt technisch perfekt, unser Torwart, unser Goalie und Capitano da hinten hat den Ball aufgenommen. Und Brian Gaul wieder mit dem Aufbauversuch auf Rapp gespielt im Mittelkreis. Theo direkt wollte an Vierrad weiterleiten, jetzt hat der Vierrad den Ball wieder in Linksaußenposition, dreht sich gegen eins, gegen zwei ist er noch dran, der zweite war einer zu viel und sie versuchen es auch in klein, schießt dann an den Vierrad da hinten, der Kapitän Brenner ist es, Timo Brenner. Und es gibt Einwurf für Nettingen in der eigenen Hälfte auf der rechten Verteidigerposition. Höhe des Strafraums das Ganze. Da muss er weit werfen. Er wirft auch sehr, sehr weit. Aber Theos Kopf gewinnt und Vierrad. Schöner Trick war es. Sollte Rapp finden. Gaul sichert den Ball erst einmal auf Kirchhoff. Meier zurückgespielt. Gaul wieder auf Kirchhoff. Das Ganze sehr zentral in der eigenen Hälfte. Gucken wir mal, gemächlich ist er nicht der Aufbau, aber wir müssen erst einmal gucken, wo sind wir sortiert, wie hat sich der Gegner sortiert. Rapp mittlerweile rechts außen, dann haben wir Vetter zurückgespielt auf Kirchhoff, Kirchhoff quer auf Meier. Das Ganze und Meier auf Theo, alles noch in der eigenen Hälfte, sie stehen sehr, sehr tief, die Nöttinger. Klar, war jetzt nicht zu erwarten, dass sie hier mit Hurra stürmen, das wird ein Geduldsspiel.
Da sollen, müssen, werden wir Geduld haben müssen. Eben war es knapp, da hätten wir vielleicht schon ein Tor schießen können. Und so, jetzt Hodger schön gedreht, quer gespielt. Da sind zwei, da ist Vierrad und da ist der Theo. Und Vierrads Flanke, die kommt schön, aber Hodger konnte die nicht kriegen. Da war ein Kopf dazwischen, ein Niklas Kolbe war es, der Innenverteidiger. Und was gibt es da jetzt? Freistoß für die Nöttinger. Niklas Kolbe köpft ihn da hinten raus. Ich glaube, Hodger war es, der hätte einköpfen können direkt dahinter. Die Flanke richtig schön im scharfen Bogen reingedreht da von der linken Seite. Also der Serkan Vierer, der hat schon und der lockt seinem linken Füßchen schon ganz schön was Feines hier raus. So, Nöttingen mit der 3, das ist Holger Fuchs. Spielen sie in der Kette hin und her, gucken, wo ist einer, wo könnte einer sein. Fuchs jetzt fast in rechter Verteidigerposition, Spiel rüber auf Reinhard Schenker. Der Sechser, aber Aufbaufehler, Kirchhoff hat aufgepasst. Erst einmal zurück, den Ball gesichert über Meier. Meier schaut, findet Theo auf der linken Seite, gleich weiter auf Brian Gall. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier am Dauerlabern bin, der Lars muss hier irgendwie mit den E-Mails, hat er Probleme. Ja, also der Stream läuft soweit gut, aber die E-Mails, die können wir schlecht empfangen. Dann holen wir jetzt mal einen Techniker und der UFC, der spielt weiter nach vorne und vielleicht kriegt der Thomas Adler das hin. Dann gucken wir mal hier und rück mal ein Stück rüber. So, dann sieht man hier. Der UFC, der kommt jetzt erst einmal über die linke Seite mit Theo, der schlägt dann nochmal den Haken und dann, ja, das vielleicht ein bisschen kompliziert gemacht. Allerdings, der Ball ins Ausgespielt, Einwurf für Nöttingen. Für Nottingham Forest, ja, so nennen wir sie ja immer. Unser Europacup ist das Nottingham Forest, der FC Nöttingen von 1957 im Moment. 10. Platz haben sie im Moment, 6 Punkte haben sie schon gehamstert, Tore 8-12, also vorne ganz erfolgreich. Aber hinten auch ein bisschen anfällig, so ist es nicht. Letztes Spiel haben sie 2-1 gegen Koblenz verloren. Und der OFC kommt rapp, umspielt da den Schiri erst einmal, muss in den Mittelkreis zurückgehen, legt ab auf Kirchhoff. Kirchhoff zurück auf Rapp, der hat sich auf die rechte Seite davon gestohlen, übertritt, läuft jetzt die Mittellinie. Mike Vetterhammer, ja, muss aber erst einmal zurück auf Robin Scheu. Und der ganz zurück auf Daniel Eckes. Ohne Eckes, ganz cool. Auf Meier weitergeleitet. Und er findet Theo auf der linken Seite. Oh, der hat erst mal ein bisschen Zeit auf Vierrad gespielt. Da kommt die Kugel zurück. Dann schaltet sich da Brian Gall, der US-Amerikaner, ein. Alles noch auf der halblinken Verbindung. Vierrad dann ins Zentrum gespielt. Naja, auf Marco Rapp, der legt dann ab auf Meier. Jetzt geht's mal über rechts. Also vor der Waldemar-Kleintribüne, da lässt sich's gut spielen. Das sollte es schnell gehen, aber da kam er nicht richtig durch. Auf Mike Vetter die Kugel. Der hat allerdings die Kugel in der Rückwärtsbewegung erobert und nach vorne gespielt. Ja, den AR nach vorne geschlagen. Der Ball rollt am Ende durch zu Robin Kraski, dem Torhüter der Nöttinger. Hat er keine Mühe, läuft er jetzt mit dem Ball am Fuß erst einmal raus, ist am Strafraum Halbkreis und schlägt ihn jetzt mit dem rechten Fuß weit auf die linke Seite. Aber das war die Brust von, ja, habe ich die Nummer nicht erkannt, was der Nesirei war. Der hat ihn erst einmal geholt, aber er musste ihn wieder zurückspielen. Konnten sie nach vorne nichts bewegen. Von der rechten Seite nach vorne geschlagen in die Mitte und da steht die Brust diesmal von Kirchhoff auf Gall abgelegt. Das Ganze gegen zwei, sollte so nicht passieren, dass er weg ist. Ja, sie schmeißen sich schon rein, versuchen irgendwas, passt mir auf, wir dürfen da nicht allzu viel zulassen dahin. Da steht immer fest, Einwurf haben sie jetzt geholt. Also mit Fußball hat es noch nicht so viel zu tun, es ist ein bisschen zerfahren auf beiden Seiten. Zerfahren, ja, aber die besseren Aktionen bisher vom OFC, das auf jeden Fall. Eine Schusschance von Vierrad hatten wir, ein, zwei gute Aktionen. Jetzt aber erst einmal Nöttingen. Auf der rechten Seite versuchen sie es im Doppelpass. Nee, bringt die Flanke gleich, aber Fuß von Theo dazwischen und Meier per Kopf auf Vierrad geklärt, der den Ball nach vorne schlägt. Aber steht nur ein Nöttinger nach vorne. Das ist alles noch 25 Meter vor dem Kickerstor, muss man so sagen. Weiter Ball auf rechts, aber das ist Eray Gürda, den kann er nicht kriegen. Theo lässt den Ball durchrollen. Abstoß gibt's für Eckes. Also wir sprechen und sprechen und sprechen. Heute gibt es keine Grüße bis jetzt hier auszurichten und auch im Gewinnspiel. Da können wir nicht so richtig sehen. Wir sehen zwar, dass Mails kommen, aber wir können sie nicht so richtig lesen. Wir basteln noch, wir arbeiten noch daran. Vielleicht klappt es noch. Schauen wir mal. Wichtig ist erstmal, dass was auf dem Platz ist. Und da steht es 0-0 nach jetzt 11,5 gespielten Minuten. Da auf Höhe der Mittellinie, Mittelfeldgeblänkel. Jetzt halb rechts rausgespielt. Aus der eigenen Hälfte, die Offenbacher. Ah, Hodger im Zentrum. Dann wechselt er mal die Seite rüber auf Robin Scheu. Soll er kommen? Kommt er auch. Matthew Taylor im Zweikampf, aber gleich zwei. Naja, die haben ihn gut gedoppelt. Ja. Und da war er weg.
Ja, aber er spielt doch den Ball da. Also ein Foul habe ich da jetzt nicht unbedingt gesehen vom Matt. Aber er gibt einen Freistoß für Nötting in der halblinke Verteidigerposition da hinten. Fast am Strafraum. Der Torwart kommt da raus. Kraski wird den Ball auch ausführen, aber er lässt sich natürlich Zeit. Wie gesagt, halb links, 4, 5, 6 Meter vom Strafraum weg das Ganze. Und wieder mit rechts den Ball, ja, zentral nach vorne. Halb links kommt er aber runter auf den Kopf von Kirchhoff. Und können wir den nächsten Ball holen. Jetzt haben wir ihn. So, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Platz. Vierrad hat er zu. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, aufpassen. Das war eigentlich ein Rettungsversuch, aber Meier passt auf da, bevor Nesirei hätte rankommen können. Zum Glück hat er aufgepasst und Gaul jetzt wieder auf Meier gespielt. Auf Theo auf der linken Verteidigerposition ist er. Wieder zurück auf Meier, der am Strafraum ist. Also wir müssen mal gucken. Sie stehen jetzt etwas höher, die Nöttinger, aber ziehen sich, denke ich mal, gleich wieder langsam, aber sicher zurück und bauen hinten ihren Wall auf mit den zwei Ketten. Vor der Abwehr zwei Viererketten und die zwei Stürmer vorne. So, schönes Spiel. Robin Scheu am Strafraum kommt da nicht durch. Da wird er erst einmal ein Stückchen weggetackelt und zum Torwart zurückgespielt, rausgeschlagen. Das Ganze auf die Füße von Rapp. Also von Nöttingen noch nicht so viel zu sehen. Der OFC bemüht sich sehr. Die eine oder andere gefällige Aktion war dabei. Eine schöne Schusschance von Vierrad. Ansonsten, wir müssen sie bespielen und das wird halt hier eine Geduldssache. Irgendwie müssen wir... Das wolltest du schon immer, dass ich niederknie vor dir. Ich knie nieder vor dir. Siehst du das? Ist ein schöner Moment. Du hast ja vorhin gesagt, wer sich selbst erniedrigt wird... Wird erhöht werden. Erhöht und werden. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und werden. Daher, eine biblische Weisheit. Und du hast mich ja erhöht, also werde ich auch nicht erniedrigt werden. Du hast meinen Stuhl ja hochgeworfen. Ja, ich knie nieder vor ihm, weil unser Techniker auf dem Stuhl sitzt, wo ich ansonsten Platz nehme. Aber jetzt Theo durchgesteckt in die Mitte rein. Noch einmal kommt er... Und jetzt fast von der Torlinie, sehr kann Vierrad. Immer noch heiß die Kugel. Jetzt muss er abziehen, Theo. Hey. Oh, das war ein erster richtiger Böller, ganz klar. Von Theo und diesmal mit links. Absolut, habe ja gesagt, er könnte ja heute einen mit links nachlegen. Das war der erste Ansatz, so schräge 17, 18 Meter halblinks. Zieht er mit links, Volley ab, der Ball, schöne Flugbahn. Aber Kraski taucht ab, kann den Ball abfangen. Kann den Ball halten, gute Aktion vorher von Vierrad schon. Von Theo am Ende, aber auch von Robin Kraski, dem Torhüter, der er hat ja, also irgendwie hat er der Kraski, ist der erste gegnerische Spieler, den ich jemals in irgendeinem Kickers-Comic gemalt habe. Das hat heute so schön gepasst. Der war auch so leicht zu zeichnen. Also der ist sogar auch im Stadion. Herrlicher Crosspass von Marco Rapp, rüber auf die linke Seite. Auf Serkan Vierrad in die Mitte gespielt. Fren Hoca geht in die Mitte, jetzt zieht er ab. Und da geht er 2,50 Meter links am Tor vorbei. Warum denn nicht? Ja, also der Druck erhöht sich leicht, die Möglichkeiten kommen dadurch auch. Es ist, naja, 14 Minuten 45, also etwa eine Viertelstunde gespielt. Natürlich die optische Überlegenheit des OFC, natürlich das Chancenplus des OFC, aber die Jungs, sie machen es ja auch nicht überstürzt, sie machen es nicht hektisch, sie machen es eigentlich gut, genauso wie du spielen musst. Hinten sollten wir uns keine Blöße geben, weil egal welcher Stürmer dieser Liga, wenn er alleine auf dem Tor zulaufen darf, ist die Chance groß, dass du ein Tor fängst. Also, das sollten wir verhindern, das machen sie gut, stehen sehr diszipliniert und sind in ihrem Aufbau auch nicht so leicht ausrechenbar, weil wir heute auch viel über die rechte Seite machen. Das war ja teilweise ein bisschen linkslastig auch, aber heute ist das sehr, sehr ausgewogen. Der Gegner kann sich da jetzt so extrem leicht nicht drauf einstellen und ich bin eigentlich guter Dinge, irgendwann werden wir die Lücke finden, irgendwann werden wir den Abschluss finden. Und dann, ja, sollten wir einen guten Weg gehen. Vetter kriegt den auch. Schöner Pass, was wieder von Gaul. Vetter jetzt auf Rapp. Der geht einen Haken. Was gibt's da? Freistoß. Er sagt Schirmerfaul. Also er, glaube ich, tritt da eher in Rapp rein. Ja, Rapp ist auch ein bisschen, ja, erstaunt. Würde ich auch sagen. Also es war mir eher eine missglückte Abwehraktion. Dann tritt er rein, fällt hin. Das jetzt als Schirmerfaul. Gut, Liri steht näher dran, hebt die Fahne. Muss der Schiri reagieren, nehmen wir mal so hin. Wollen wir hoffen, dass es nicht spielentscheidend wird. Freistoß Nöttingen aus dem eigenen Strafraum heraus von der linken Seite. Kraski, der Mann der Ausführung. 0:0 steht es hier. Chancen plus OFC. Aber ja, einmal eine gute Parade, einmal knapp verzogen. Das war's. Und einmal, ja, zweimal knapp verzogen eigentlich. Einmal sehr knapp von Vierrad und einmal eben nicht mehr ganz so knapp von Hoca. Aber den Abschluss hatten wir. Und wie gesagt, gute Parade gegen Theo. Theo hat auch jetzt den Ball in der eigenen Hälfte noch auf der linken Seite. Jetzt geht er über die Mittellinie. Ah, da wollte er Taylor anspielen. War zu ungenau.
Da konnte der Holger Fuchs klären da hinten, aber Meier hat den Ball auch wieder. Was für ein toller Pass von Meier, der soll da kommen. Immerhin kriegen wir einen Einwurf. Scheu konnte ihn nicht kriegen, aber das war ein 50-Meter-Pass von Stefano Meier. Also für solche Pässe wurde früher Günther Netzer als Spielmacher gefeiert. Das ist der Hammer. Das machen hier bei uns die Mandecker, solche Dinger. Der kam auch richtig gut an. Und jetzt Vetter hat auf der rechten Seite mal Platz. Da geht am ersten, am zweiten vorbei. Da ist Taylor mit der Flanke. Und Hotscher Direktabnahme geblockt. Noch einmal nächste Möglichkeit. Goal. Ein Haken. Zwei Haken. Will er durchgehen. Wieder Hotscher am Strafraum. Noch einmal zurück. Und Theo mit der schönen Flanke. Aber da haben sie den Braten gerochen. Nachschuss Scheu. Aber der war leicht versemmelt. Aber es war okay. Da musst du abziehen. Da musst du einfach draufhauen. Das sieht auch der Olli Reck da unten so. Klatscht in die Hände und sagt weiter so. Das war auch mal wieder ein schöner Angriff. Aber da hatten sie einmal gut aufgepasst, den Nöttinger, bevor da was Gefährliches passieren konnte. Aber wieder ein gut anzusehender Angriff. Mit am Ende einem Abschluss, leicht verrissen vom Robin, aber das macht nichts. Du musst es einfach probieren. Weil dann ist eine alte Regel, wenn du nicht aufs Tor schießt, kannst du auch nicht reinschießen. So, nächsten Ball haben wir. Matt Taylor haben wir aber gegen 5, gegen 6 wird er gefoult. Ja, da zieht er den Freistoß, das war genau richtig. Mehr konnte er da nicht machen. Komm mit, geh vor, mach das Tor, den musst du nicht selber schießen. Ja. Und jetzt geht er auch nach vorne. Anderen auch, Kirchhoff auch. Es wird ein Flankending von Hotscher geben. Macht er jetzt auch ganz, ganz schnell, weil da links sind zwei frei. Der eine ist Vierrad, der kann den Ball hoffentlich erlaufen vor der Eckfahne. Spielt zurück auf Theo, holt den Einwurf. Jawohl, wenigstens holt er einen Einwurf am Strafraum auf der linken Seite. Theo wird einwerfen. Goal bietet sich an, Vierrad bietet sich an, also auch Matt Taylor. Vierrad bekommt ihn. Ein Haken, zwei Haken zurück auf Goal gespielt. Der will reinschnicken. Ja, sagt Handspiel, Freistoß OFC. Gut gesehen in dem Moment hat er den Lupferpass von Brian Gall hat er unterbunden mit diesem Handspiel. Und jetzt gibt es hier ein schönes Flankending, halblinke Seite hier. 3, 4, 5 Meter im Feld von der Außenlinie gesehen, vielleicht 7, 8 Meter vom Strafraum weg. Also aus diesem linken Halbfeld gibt es entweder Hotscher, der rechtsrum reindreht, oder Vierrad, der linksrum reinschnippelt. Gucken wir mal, wer sich für was entscheidet. Vierrad hebt zumindest einmal die Hand. Macht er auch, der Ball kommt auch gefährlich rein. Da kommt er durch, Goal im Strafraum. Wird geblockt und es gibt den ersten Eckball. Ah, schade, schade. Der wäre, glaube ich, richtig gut gekommen eben. Dieser Linksschuss von Brian Gall aus 14 Metern. Leicht rechts versetzt da. Aber da schmeißt sich ein Nöttinger Bein dazwischen und kann da den Einschlag oder zumindest die Ballrichtung Tor verhindern. Eckball schnell ausgeführt von Hoca. Rapp kann die Flanke bringen, die kommt aber zu weit. Nein, Meier bringt noch einmal in die Mitte, aber nur auf die Brust eines Nöttinger Abwehrspielers, der den Ball einfach mal nach vorne protzt. Und da muss der Eckes dann doch noch einmal ran und ein kleines Läufchen da einlegen. Auf die linke Abwehrseite hat dann geholt den Ball. Und die Nöttinger ziehen sich so, mal gar keine Anstalten, da irgendwie vorne drauf zu gehen. Mittellinie ist das Früheste. Die zwei Viererketten ziehen sich zurück. Die zwei Stürmer stehen an der Mittellinie und warten da. Greifen selbst da nicht mal genau an. Ich meine, klar, die sagen sich, solange die Kickers hinten quer spielen, ist unser Tor nicht in Gefahr. Da brauchen wir die auch gar nicht bei zu stören. Nicht, dass uns hier irgendwann nach 60 Minuten die Puste ausgeht, nur weil wir hier rumrennen wie irre. Und wir sind hier immer noch am hintenrum spielen. So, Theo versucht es jetzt einmal. Rapp, kurz wieder Theo. Noch jetzt in der Hälfte, wechselt er mal die Seite rüber auf Vetter, der ist an der Hälfte. Scheu muss zurückspielen und da ist Kirchhoff. Etwa 8 Meter in der Hälfte der Nöttinger. Querpass auf Theo. Wieder hier. Theo, pass mir auf. Ballverlust. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Da ist jetzt 3 gegen 3 von der rechten Seite. Kommen sie. Das ist hier, glaube ich, aktuell bester Torschütze. Geht in Strafraum. Passt mir auf. Ah, der Hacken von Rapp war es mal wieder. Marco Rapp. Großartige Leistung, die er immer mal wieder abruft. Ja. Mag auch mal ein Schwächeres dabei sein. Das geht alles. Ah, jetzt kriegt er den Pass. Den kann er nicht laufen. Aber es ist ein großartiger Einkauf, den wir da haben mit dem Marco Rapp. Und Vierrad hat den Ball. Ah, Hotscher angespielt. Er muss sich aber ein bisschen anstrengen gegen 1 gegen 2. Will er Matt Taylor finden, findet er aber nicht. Sehr engbeinig da und die Abwehr. Und Nötting im Gegenangriff. Kirchhoff passt da auf. Abseits. Ja, Spiel unterbrochen. Und jetzt erst komme ich zu den Grüßen. Und das sind natürlich derer sehr, sehr viele. Schöne sonnige Grüße. 23 Grad aus dem Werderland kommt hier von Jan von Soesten. Ich kann jetzt alles nicht alles lesen. Ich muss das sehr schnell überfliegen, weil das hier ganz schwierig heute aussieht. Wir haben heute einen Wechsel gehabt hier im System. Und das funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Hallo, ihr zwei Fanradionasen. Wieder mal toll, euch beim Radio live dabei zu sein. Ja, und wir sollen singen lernen, denn das war noch nichts, meint er. Das ist Andreas und Jana Rumpf schreiben das. Wir haben vorhin nämlich
natürlich kräftig You'll Never Walk Alone gesungen. So, jetzt der UFC erst einmal im Vorwärtsgang über die halbrechte Verbindung. Da kommt der Marco Raab rausgelegt. Robin Scheu, da rollt die Kugel wunderbar. Mike Vetter erst einmal abgestoppt, den Haken geschlagen. Und jetzt soll es schneller gehen, aber dann zurückgespielt nochmal von Robin Scheu. So, jetzt kommt die Kugel auf die andere Seite. Links rausgespielt. Stefano Meyer. Zentrum. Robin Scheu rausgespielt. Fehlpass. Also das war nicht von Erfolg gekrönt. So, was haben wir denn hier Schönes? Hallo Lars, hallo Lutz, ihr kommentiert klasse, aber singen sollt ihr bitte unterlassen. Also das haben wir eben schon mal sowas Ähnliches gehabt. Grüße aus dem Spessart, hier ist es bewölkt, 24 Grad. Grüße vom Marcel Friedrich. Ja, und was das Gewinnspiel angeht, da gibt es auch viele, die das Richtige geantwortet haben. Zum Beispiel der Stefan Alt von OFC Fangroup Nordseeküste, der weiß natürlich, ist mit dabei. Und jetzt geht es hier erst einmal mit dem OFC weiter. Marco Raab, der hat sich heute auf die langen Bälle verschlagen, aber der kam jetzt nicht an bei Serkan Firar, dort wo er hingehen sollte. Und die Nöttinger, naja, ich sage mal so, sie halten zumindest heftig dagegen. Ja, sie können auf jeden Fall den finalen Einschlag verhindern. Bis jetzt kommen sie über die linke Seite da im Laufduell, aber aufgepasst hat er, klasse gemacht. Der Kirchhoff hat er schön abgebraten da, den Leutrim Nesirei. Und jetzt nach vorne, jetzt kann es mal schneller gehen. Jetzt hat der Hodja gefunden im Mittelkreis. Der Trenn, ja, beschleunigt die Sache. Matt Taylor hier auf links außen hat er sich angeboten. 1-2 Hacken hat er sich vorbeigespielt, geht jetzt ins Zentrum. Und jetzt spielt er links raus auf Theo, der hat da ein bisschen Spielraum und Hodja gefunden. Kein Abseits drin. Hodja links außen reingeflankt, aber erst einmal rausgeköpft. Kriegen wir den nächsten Ball. Nein. Aber niemand. Da war die Lücke sehr, sehr groß auf offenbarer Seite. Naja, Lutz, wer so frei steht. Nein, der ist mehr als Abseits. Er stand ja ein Kilometer im Abseits. Das war wirklich ein Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen gesehen habe, der so frei steht. Also das ist da überhaupt noch nach dem Ball. Wie viele Meter waren das? 8, 9 Meter? 8, 9 Meter im Abseits. Also unsere standen irgendwo in der Mittellinie und er lief irgendwo am Mittelkreis los. Also Michaela Bürger, die ist auch mit im Lostopf, die weiß natürlich die Antwort aufs GVO-Gewinnspiel, die Gasversorgung, und die ja immer Vollgas gibt für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Grüße kommen auch aus Gelnhausen, bin heute leider verhindert. Sascha Hessberger schreibt das und er hat auch die richtige Antwort, ganz klar. Und jetzt gibt es erst einmal Einwurf für die Nettinger, Nottingham Forest, so haben wir sie getauft. Naja, und sie kommen irgendwie immer wieder, das habe ich in der Anmoderation schon gesagt. Ja. Ich glaube, schon der dritte Aufstieg von denen. Ja, ist es. Die waren zweimal in der Regionalliga. Da haben wir sie damals mit Ciric in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, hatten wir sie zu Gast. Und vor 2 Jahren. Sie sind dann abgestiegen und dann haben wir ja den Nico Dobros von ihnen geholt. Und dann sind sie jetzt wieder aufgestiegen als Meister der Oberliga Baden-Württemberg. Ja, das zeigt aber, dass sie ihr Handwerk verstehen, wenn sie sich nicht tot zu kriegen sind, immer wieder kommen und dann auch so mal Spieler rausbringen wie Dobros. Jetzt kommen sie gefährlich am Strafraum der Offenbacher, da muss man die Kugel wegmachen, aber jetzt sollte es. Ja. Am Ende hat er den sehr so ein bisschen hochgeschnickt und dann rausgehauen. Eieieiei. Der Roland Oster, der hat auch die richtige Antwort grüßt aus Darmstadt bei der Arbeit. Und naja, er ist zumindest jetzt im Lostopf der GVO. Und weiterhin kommt Nettinger. Ja, Nettinger über die rechte Seite. Aber alles noch einigermaßen kontrolliert. Einen Einwurf haben sie rausgeholt vom rechten Angriffspunkt da. Brenner wirft ein, ja, pass mal auf, kriegt den Ball zurück, Flankensituation von rechts, erster Eckball, Nöttingen, den haben wir. Oh, da führen sie 1-0, oder? Nee, einen hatten wir schon. Einen hatten wir auch, also 1-1 nach Ecken. Ja, schöne sonnige Grüße, 23 Grad, das hatten wir ja vorhin schon mal vom Jan von Soesten und Andreas Rumpf, der sagte, ja, ob wir dann bald mal wieder mit Live-Bild dabei sind. Wollen wir mal klären, ob das vielleicht am Samstag klappt, da geht es ja im Hessen-Pokal gegen Selingstadt. Lutz, du bist wieder dabei, ich bin leider nicht dabei. Nee, du nicht, aber warte mal, jetzt müssen wir auf diesen Eckball, müssen wir mal überstehen. Goal per Kopf, Eckes mit der Hand und schon ist er überstanden, dieser Eckstoß. Lars, weißt du, was wir noch nicht bekundet haben? Unsere Empfänglichkeit. Und Lutz, jetzt zieht es von der Ferse hoch über den Unterschenkel, Oberschenkel. Und jetzt, Lutz, bist du auch empfänglich? Absolut. Es wird langsam mal Zeit, Jungs. Wir sind empfänglich.
das hier was passiert. Der hat ja auch noch nichts gesagt heute, kann ja nichts werden. Herr Dr. Kissler, man fragt mich ja auch nicht. Vor dem Spiel kam der ein oder andere, wollte was wissen, wie das Wetter so ist, wie es mir geht. Aber hier zum Spiel darf ich ja nie was sagen. Ja. Also da ist er wieder, Marcel Reich-Ranitzky, wie er lebt und schwebt, auf der Kickerswolke Nummer 7. Theo, bloß keine Vizematenten machen, nein, nein. Das hat er erst einmal abgeklärt gemacht, rübergespielt auf Stefano Meyer. Und jetzt verlagert sich die Kugel auf die rechte Seite. Ja, da vorne wird Vetter angespielt, Doppelpass. Und das setzt er wie immer den ganzen Körper ein, läuft Slalom wie Rosi Mittermeier. Ah, der Hofti bleibt im Ballbesitz, guckt ihr sie an. Querlich sind sie ja schon, die Hunsrigen. Oh, wieder Vetter am Strafraum ist er. Wird aber rausgetrieben, kann er die Flanke bringen, wird erst einmal geblockt. Nächsten Ball, Nesirei hat ihn da, spielt ja, zurück. Slalom rechts und links, da kann man schon mal den Weg zum Tor vergessen. Das ist so, ja, ja. Da zieht man schöne Kreise, aber der gerade Weg zum Tor geht manchmal verloren. Der weite Schlag aus Nöttingens Abwehr landet bei Eckes, also da ist keine Gefahr. Wie gesagt, vorne haben sie 8 Tore geschossen, das ist so schlecht nicht. Hinten 12 kassiert. Das spricht dafür, dass wir ihn eigentlich auch ein Türlein reinlegen könnten hier oder sollten. Abwehr ist noch nicht so stabil, wie sie vielleicht sein sollte, aber nach vorne sind sie nicht ungefährlich. Also Edmund Vollbart, der hat auch die richtige Antwort, ist mit dem Lostopf der Sparda-Bank Hessen. Der GVO, der Gasversorgung Offenbach. Gewinnspielfrage. Jetzt! Da vorne wurde Matthew Taylor angespielt. Naja, die Kickers bleiben im Ballbesitz über die rechte Seite. Aber dann irgendwie schlampert gemacht. Jetzt kommt Nettingen, aber der Ball, der ist schon wieder in unseren Reihen. So, der Marcel Friedrich meint auch, das mit dem Singen, das sollten wir vielleicht nochmal üben oder vielleicht ganz unterlassen, okay. Also wir konnten anscheinend nicht überzeugen und jetzt kann der UFC auch nicht überzeugen, der Ball geht ins Aus. Naja, also so richtig rund läuft es nicht, man muss sich wahrscheinlich ins Spiel auch erst wieder reinkämpfen und dann klappt es bestimmt auch wieder spielerisch. Denn jetzt haben wir hier noch den Angelo Kotsourakis. Er hat die richtige Antwort, ist mit dem Gewinnspiel und der Ball ist auf der anderen Seite im Aus. So wird es jetzt Einwurf gleich für den OFC geben. Und dann gucken wir noch mal hier. 1:0 für Trier auswärts in Ulm. Aber gut, das ist jetzt nicht, denke ich, von allergrößtem Interesse. Und das OFC-Mädchen grüßt alle. Larsen Lutz, ihr seid wie immer die Besten, schreibt sie. Ja, und die Antwort hat sie auch richtig. Jetzt aber der UFC. Ja, mit Meier auf der linken Seite spielt er Vierrad an, aber da ist sofort alles ziemlich eng. Theo bekommt ihn im Lauf, bringt er die Flanke auch nach innen, aber ist leider keiner. Und mit der Brust zurückgespielt auf Kraski. Das heißt, er darf den Ball in die Hand nehmen, hat ihn bereits abgeworfen auf seinen linken Verteidiger, auf den linken Mittelfeldspieler. Und sie kommen wieder auf der linken Seite, aber Mike Vetters Fuß ist dazwischen. Es gibt erst einmal einen Einwurf für Nöttingen. Ja, und die Gerli, die bestellt schöne Grüße aus Österreich. Also, sie hat die richtige Antwort. Ist auch mit dem Lostopf. Und Grüße kommen auch aus Rodenbach vom Günni. Macht weiter so, babbelt die 3 Punkte rein. Und er zumindest ist voll empfänglich. Genauso wie wir beide uns eben unsere Empfänglichkeit schon bekundet haben. So, Serkan Fierat im Zweikampf hier auf der Außenbahn. Aber dann das erste Mal im Aus. Einwurf wird es geben. Rot-weiße Grüße kommen noch vom Hartmut Reppich. Und Nöttingen weiter im Vorwärtsgang. Ja, das ist so. Über die rechte Seite kommen der Capitano, tunnelt er den Vierrad, aber zum Preis, dass Theo den Ball hat. Und Matt Taylor will den Ball davon holen. Ah, da ärgert er sich, da doppt er auf der Ball und verspringt ein bisschen in seiner Flugbahn. Da hat er sich minimal verschätzt, der Matthew. Und Nöttingen kommt wieder mit Nesirei über die linke Seite. Im Doppelpass versucht er sich da durchzuspielen. Das war gut gemacht. Von der Grundlinie kommt der Ball. Was gibt's da? Abseits. Ja, Fahndal war hoch. Ja. Und die Doris, die will 3 Punkte unbedingt und sie hat auch die richtige Antwort, ist also mit dem Gewinnspiel vertreten, der GVO. Dann haben wir hier noch aus Himbach von Alex und Gerd, herzliche Grüße in Rot-Weiß natürlich gehalten. Und die Yvonne, die schreibt, Yvonne Angerer ist das, Grüße ans Fanradio, wir hoffen auf 3 Punkte. Auf geht's Jungs, kämpfen und siegen. Ja, das hoffen wir doch alle. 0-0 steht es aber noch, aber Überlegenheit allenthalben beim OFC, das muss man so sagen. Der Eckes wurde so richtig nach ein paar Minuten, gut, das war ein 25-Meter-Schuss, da musste er mal sich auf die Seite schmeißen, um den Ball zu halten, aber das war jetzt nicht die größte Prüfung seiner Karriere. Und ansonsten war es bisher nichts, was Nöttingen irgendwie final zustande gebracht hat. Der OFC hatte ein paar Abschlüsse, knappe waren dabei, von Theo wurde er gehalten. Oder mal geblockt, jetzt aber Matt Taylor am Strafraum in die Mitte gespielt. Hodger bekommt ihn aber nicht. Ja, sehr, sehr engmaschig, vielbeinig da hinten die Abwehr der Nöttinger. Also bisher machen sie das ganz gut. Wie gesagt, Möglichkeiten, Chancen konnten wir kreieren.
den finalen Einschlag haben wir nicht geschafft. Ja. Oh. Ja, Junge, die Fahne hebst aber wegen dem Falschen. Da haben sie recht. Die Nöttinger hebt die Fahne. Aber der in der Mitte der Nesirei, der abseits war, der war passiv abseits. Der geht nicht zum Ball. Und der außen, der linke, der zum Ball geht, der wiederum war nicht abseits. Also, das war ein bisschen zeitig, das Fahnderl gehoben. Und das weiß der Liri jetzt auch. Er wollte es auch korrigieren, der Liri, aber das war dann zu spät. Also hat der OFC mal profitiert von einem Missverständnis. So, Thomas Beitz, viele rot-weiße Grüße. Und die Antwort hat er richtig. Macht weiter so und auf 3 Punkte. Das ist seine Botschaft. Ja, und dann haben wir hier auch noch den Kai, der ist natürlich auch mit in der Lostrommel. Und unsere Empfänglichkeit sollten wir nochmal bekunden, aber das haben wir ja schon gemacht, ganz klar. Der OFC, der muss jetzt auch noch sehen, dass er sich ein bisschen frisch und frei spielt. So richtig will das noch nicht gut aussehen. Nein, das wird ein Geduldsspiel werden, das sage ich dir ja. Bis wir mal eine Kirsche drin haben, wird das ein richtiges Geduldsspiel. Wir müssen halt aufpassen, dass wir uns hier nicht doof auskontern lassen. Das brauchen wir nicht. Wir müssen hier nicht immer die Spiele drehen müssen. Also wir können auch mal sauber 1-0 in Führung gehen und wenn es geht, ein zweites nachlegen. Jetzt kommen wir mal über rechts. Robin Scheu ist das. Das ist Marco Rapp. Brian Gall muss er zurückspielen auf Kirchhoff. Aber alles noch in der Nöttinger Hälfte. Jetzt wird Meier im Mittelkreis angespielt. Gleich raus auf Deo gespielt. Kann er an den vorbei? Ja, am ersten wurschtelt er sich irgendwie vorbei, aber nicht so final. Aber schön auf Gall. Ja, das war das Beste, was er machen konnte, da in die Zentrum zu spielen auf Brian Gall. Und er hat auch gleich die Kugel weitergeleitet. Und jetzt geht es über die rechte Seite. Mike Vetter abgelegt. Marco Raab wieder Vetter auf der Auslinie. Tummelt sich alles. Ja, und da wollen sie Einwurf oder sogar Freistoß haben, der OFC. Und den kriegen wir auch so direkt vor der Waldemar-Kleintribüne. Der Martin grüßt, ja, und heute will er unbedingt einen Heimsieg. Grüße gehen alle Kickersnasen, Fanclub Nordseeküste und Mützen in Tübingen, der euch auch zuhört. Ja, jetzt gleich gibt es dann den Freistoß von der Waldemar-Kleintribüne aus sozusagen, wird der dann gedreht. Notweise Grüße noch ans komplette Team vom Sebastian und auch Grüße kommen vom Block 3 hier von der Waldemar-Klein. Und das ist der Fadi, der Konditionstrainer, der Koordinationstrainer, so heißt er. So, Freistoß OFC von der rechten Seite. Jetzt kommt er reingeflogen auf den Elfmeterpunkt. Aber da genau steht ein Signaltextmarker, gelber Nöttinger. Der hat erstmal die Situation geklärt, aber der OFC noch einmal die Möglichkeit. Und da ist er an der Latte, Nachschuss. Jetzt für den OFC immer noch heiß die Kugel, Matthew. Ah! Eieiei. Wer war denn das? Wir hatten den da reingerotzt. Brian Gall war es, glaube ich. Oder? Der wurde abgefälscht an der Latte, landete am Ende. Also das war die allergrößte Chance hier nach 34 Minuten in der 35. Minute. Lattenschuss OFC und auch ja, in der nachfolgenden Situation konnte dann Matthew Taylor den Ball nicht richtig aufs Tor bringen. Also jetzt wäre es allemal fällig, jetzt, dass unsere Empfänglichkeit mal Früchte trägt. So, Rapp, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen was, das wir aushebeln können. Bisschen Platz auf der linken Seite ist es Vierrad. Der Richtung Strafraum zieht, wird von Theo überholt. Ist die Strafraum, zieht er ab, aber genau auf Kraski. Aber das war trotzdem die richtige Entscheidung abzuziehen. Denn Theo hätte er vielleicht noch rausspielen können, aber nein, er musste es machen. Also insofern war das wenigstens mal ein Torschuss. Hoffentlich klappt es heute mit den 3 Punkten, schreibt der Jan von Soesten. Und ja, dann haben wir hier eine Menge Ergebnisse. Da führt Hessen-Kassel zum Beispiel 1-0 gegen die Stuckis. Aber gut, alles nebensächlich. Nebensächlich, was zählt, das ist hier auf Biebershöhen. So, ja, der Peter grüßt nochmal Rot-Weiß aus, wo er eigentlich, also jedenfalls ist er mit in der Gewinnspielfrage dabei im Doktor. Und er hört im Hintergrund den Herrn Doktor, meint er. Zu Recht, ja, immer wieder sage ich was. So, also vielleicht sollte er das Tor mal reinbabbeln, Lutz, wenn wir beide das nicht hinbringen. Nein, Sie sind ja beide unfähig, aber ich darf ja nicht. So, Rapp auf der rechten Seite. Nein, Lutz, komm schnell wieder her. Ja, da hat er was gehört, ne? Da hat er was gehört, du. So. Aber jetzt kommt der OFC über die rechte Seite und da ist auch ein bisschen Tempo drin. Mike Vetter allerdings erst nochmal abgestoppt, den Haken geschlagen. Jetzt aber dann, ja, ist es schon wieder fertig. Eieiei, es will nicht richtig laufen. Ja, das ist jetzt so, das klingt ein bisschen hart, Lars, weil eigentlich so bespielen wir sie ja gut, aber wir haben ja auch Möglichkeiten. Wie gesagt, Kraski jetzt zweimal gehalten. Ja, dann sagen wir es anders, es ist kein wirklich gutes Spiel. Nein, aber das liegt ja daran, die stehen mit 2 Viererketten hinten drin, versuchen zu verteidigen und dann muss man mal gucken, dass die 2 Stürmer vorne keine großen Kontermöglichkeiten kriegen. Das heißt, du musst auf der einen Seite aufpassen, dass du hier nicht noch übertölpelt wirst und dann brauchen wir halt viel Geduld zu überspielen. Also so
kannst du so blöd klingt, so ein Gegner, wenn du nach 5 Minuten 1-0 machst, dann hast du ein anderes Spiel. Aber so, solange es 0-0 steht, wenn die an ihrem Spiel nichts ändern, das gibt ihnen recht bis jetzt, das Ergebnis. Und das ist natürlich unglaublich schwer, mit den ganzen Beinen da hinten die auseinander zu klamüsern. Was gibt's da? Nee, es geht weiter. Nötting auf der linken Seite. Ja, oh, der ist aber sehr frei, der Nesirei, das gefällt mir gar nicht. Aber Eckes hat ihn. Schrägschuss aus, ja, schrägen linken 15 Metern, aber Eckes. Schrägschuss oder Schreckschuss? Schreckschuss, dein Schrägschuss als Schreckschuss, weil der war schon ziemlich frei. Theo an der Kugel, jetzt sollte es schneller gehen auf Vierrad, aber der gefällt. Ja, ja, der Theo wird gefällt. So, der Spatter, der Klaus, der hat auch die richtige Antwort hier. Und jetzt habe ich hier ein weiteres Mail, da muss ich mal schauen. Es ist heute alles sehr, sehr kompliziert, weil wir das hier direkt auf der Website machen, keine richtige Vorschau haben. Deswegen stockt das immer so ein bisschen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der UFC macht. Denn da kommt Stefano Meyer mit großen Schritten auf Vierrad abgelegt. Jetzt ganz raus auf Theo. Was soll er machen? Naja, geht er bis zur Grundlinie. Jetzt kommt die Flanke allerdings. Will da vorne niemand am kurzen Pfosten stehen. Und Matthew Taylor, naja, da kam er nicht richtig ran. Theo noch einmal auf Marco Rapp. Und rechts, da wäre Platz. Genau, da spielt er jetzt auch hin. Aber dann ist er wieder weg. Auch Hoccia verschwindet. Springt die Kugel noch einmal. Hoccia, jetzt zieht er ab. Links vorbei. Links vorbei. So, was gibt es Schöneres, lieber Lars, lieber Lutz, als nach einem harten Arbeitstag abends auf der Terrasse im Sonnenuntergang bei einem leckeren Zigarette zu sitzen und OFC-Fanradio zu hören. Das ist besser als jeder Urlaub in der Karibik. Rot-weiße Grüße aus Bayern, Stuttgarter Halle und dem Kleeblatt. Andi, macht weiter so, ihr beiden Nasen. Ja, du Nase, du. Auf der Terrasse bei schönem Wetter. Aber da würde ich jetzt auch sitzen, das ist wohl wahr. Wir sitzen ja im Grunde ja auch auf der Terrasse. Wir sitzen hier im Grunde auch bei schönem Wetter auf der Terrasse. Und wir sehen es halt live und wir versuchen es euch so gut wie möglich zu erklären, was hier passiert. Und das ist ein natürlich überlegener OFC, der das Nöttinger Tor bespielt, mit Geduld bespielt, der Möglichkeiten hat. Aber jetzt abseits war es, nee, wenn sie mal kommen, wenn sie mal durchstecken, dann sind sie abseits. Einmal wiederum muss ich sagen, waren sie falsch abseits gewunken. Allerdings wäre da auch keine sofort brandgefährliche Torsituation entstanden. Da wäre der Ball irgendwo auf links außen gelandet, das muss man auch sagen. Und jetzt waren wir wieder. Ein Angriff nach dem anderen rollt da vorne. Wir müssen gucken, dass wir hinten diese vielen, vielen Beine irgendwie überwinden können. So, Hoccia, rechte Seite. Über die rechte Seite, Marco Rapp. Ja, ja, Dreh- und Angelpunkt. Und genau das macht er auch. Drehen und Angeln sozusagen. Und jetzt rechts rausgelegt. Mike Fetter kurz vor der Grundlinie kriegt er noch in die Mitte reingespielt. Jetzt muss es passieren. Nein! Vierrad kommt nicht ran. Vierrad kommt nicht ran. Aber ja, den rausgeschlagenen Ball köpft Brian Gall quer auf Rapp. Passt mir auf, nächster Versuch, nächste Welle. Ja, so ist das. Ei, da wird er umgehauen, der Robin. Jetzt gibt's Gelb. Jetzt hat er die Faxen dicke. Karton hoch, dreh dich um, damit ich dich notieren kann, Junge. Ja, und dann wird es Freistoß geben für den OFC. Grüße an alle Kickersnasen vom Kai Müller. Besonders an den Fanclub RWSO. Und die Lösung hat er auch richtig im GVO-Gewinnspiel. Die Gasversorgung, die ja immer Vollgas gibt für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Ja, und dieses OFC-Fanradio will auch weitermachen für euch. Ja, und da brauchen wir euch, eure Unterstützung. 40 Euro braucht es. Auf der Website ist unsere Bankverbindung. Bitte schaut mal, dass wir das gemeinsam hinkriegen. 2x 20 Euro Vorrunde, Rückrunde ginge auch. Oder ein Dauerauftrag mit 3,33 Euro. Und jetzt, mein lieber Lutz, sind wir empfänglich und du babbelst den rein. Komplett empfänglich, frei. Stoß Vierrad mit links, dreht er sich rein, da kommt so kurz Mike Vetter, verlängert den ersten Mal, Brian Gall am Strafraum, chippt noch rein Richtung Elfmeterpunkt, da sind zwei, Fahne hoch, alles aus mit dieser Chance. Hat uns die Technik die falsche Szene eingespielt. Das war so, ja. Das war doch die Szene, wo der Liri die Fahne unten lässt, aber jetzt hebt er sie halt und mit was? Mit Recht, aber es gibt abseits Freistoß quasi hinten aus dem Strafraum deiner Dinger. Ja, und Daniel Zankel, der meint, jetzt babbelt endlich das Ding immer da rein. Und wir wollen es schon. Wir sind stets bemüht, auch einfachste Dinge und Anleitung zu beginnen. Zu beginnen, ja, aber es kommt halt auf den Versuch heute nicht hinaus, weil der letzte Kick, der fehlt halt. Das ist halt so, das ist ein Geduldsspiel. Jetzt wird das Vierrad angespielt, hoher Ball, dann kann er ihn, geht er ins Aus, Einwurf wird es geben für Nöttingen. Naja, und der Jan, der schreibt hier, ja, wegen der Zuschauerzahlen und wie schlimm und dies und das und so, ne, aber man muss mal eins sagen, wir sind der Liga Krösus, deutlich vorne mit 4.200, mit nur einem Heimspiel, Waldhof Mannheim zum Beispiel liegt bei 3.300, ne? Ja, ja. So, also, und die haben um die 1.000 Dauerkarten verkauft, also da sind wir 2,5 Mal mehr. Ja. Also insofern jammern wir auch hier auf höchstem Niveau. Das stimmt. Und es ist jetzt auch so, die zugkräftigsten Gegner hatten wir bis jetzt noch nicht. Bei allem Respekt natürlich vor Nöttingen, vor
Walldorf, aber die Zuschauermagneten waren das auch in der Vergangenheit nicht, auch nicht in der Zeit, als wir Meister wurden, waren auch keine 10.000 da. So, jetzt haben wir Hoxha. Das Anspiel kam von Theo, aber der Ball ist dann im Tor aus und da können wir hier weiter schauen. Liebe Grüße von der Ostsee direkt nach Offenbach-Bieber vom Bernd und die Lösung im GV-Gewinnspiel hat er natürlich auch richtig, ist somit in der Lostrommel. Ja, jetzt wird es gleich Abstoß geben hier. Grüße haben wir noch vom Achim Unkel aus Biedenkopf, also aus Mittelhessen. Er wird sicherlich auch letzte Woche im Stadion gewesen sein. Ja, und der Daniel Roth schreibt, ich finde, ihr habt sehr schön gesungen, das You'll Never Walk Alone. Sehr laut, sehr kräftig und voller Überzeugung. Natürlich, ja, das klingt gut. Er hat zwar gesagt, dass wir scheiße waren, aber er hat es gut verpackt. Ja. So, jetzt aber rechts hat er mal Mepfetter da. Platz geht Richtung Strafraum, geht sogar in den Strafraum rein. Gegen 1-2, die Flanke will er bringen, das war ein Roller. Wenn der Vetter so antritt, ne, so richtig in Fahrt kommt, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass er irgendwann gegen die Bande knallt. Ja, richtig, dass er die komplett durchläuft. Er braucht ja ein bisschen Auslauf. Ja, das ist so. Da wäre er fast in die Glaserei Zeiler gerannt eben hinten. So, hier kommen jetzt Grüße aus Barcelona von den Katalanen. Und da fragt der Bernd Brändle, habt ihr Marcel jetzt neben Marcel jetzt auch noch Trubadix unter Vertrag? Ja, das wäre schön. Na, der hat ja noch schlechter gesungen als wir. Also ich bitte dich, ja. Lieber Bernd, reiß dich mal zusammen. Der hat immer einen auf die 12 bekommen. Genau. Da kam dann Automatix und hat ihm erst einmal den Hammer verpasst. Ich glaube, der war es, der ist Schmied oder sowas. Unverleinix, der Fischhändler. Ich glaube, das war auch Verleihnix, ja. Ich habe lange kein Asterix mehr gelesen, aber obwohl ich sie alle zu Hause habe. So. Ja, das Spiel bietet einen weiten Schlag von Nöttingen, der ins Seitenaus rollt. Und es gibt Einwurf, nee, wo es gibt da, ach so, da gibt es Einwurf für Nöttingen sogar, weil ein Fuß vom OFC dazwischen war. Also 43, knapp anderthalb Minuten noch. Also nach einer furiosen hohen Halbzeitführung sieht es im Moment nicht aus. Es steht hier 0-0. Wir hätten ein 1-0 verdient, aber was ist im Fußball schon verdient oder unverdient? Wir müssen die Hütte machen, das haben wir bisher nicht gemacht. Da haben wir dann noch 45 Minuten Zeit, einen einzulegen. Am Ende würde sogar ein 1-0 reichen. Ganz ehrlich, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und man kann nicht einfach sagen, ja, da kommt ein 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja, aber es ist nun mal so. Das trifft es einfach. Ja, wir brauchen jetzt nicht sagen, hier kommt ein Aufsteiger und schon hauen wir die 10-0 weg oder so, das ist natürlich alles Quatsch. Wenn du früh führst und guten Lauf hast, der Gegner ein bisschen wackelig wird, dann können sich lustige Spiele... Wenn wir das Ding am Ende mit einem Tor, egal wie, gewinnen, dann ist alles richtig. Alles richtig, ganz genau so sieht es aus. Und dafür brauchen wir Geduld, weil auch Tore in der 90. Minute zählen. Absolut und total. Ja, die Schlussminute, sie läuft, die 45. Und da kommt dann nochmal Vetter vorne reingespielt. Hoxha in der Drehung, will er da abziehen, aber erst einmal geblockt. Und dann versuchen sie, die Kugel rauszuhauen. Vierrad bleibt allerdings am Spielgerät. Oi, da zeigt der Handspiel an. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, der Dubi klatscht da unten, der hat es so gesehen. Dubi hat zugenommen, oder? Ja, ich auch. Ja, du auch. Der Einzige, der wie immer schlank wie eine Gazelle ist, bist du. Ja, bis auf die Trommel, die ich unten vor mir ertrage. Naja, man wird nicht schlanker. Nein, also über 40 Fenster fängt es halt langsam an schlimm zu werden. Dubi ist, glaube ich, auch knapp über 40 und dann, ja, passiert das schon mal. Auch als Übungsleiter. Viele Spätzle. Ja, ist so. Gulasch. Das ist die gute Ernährung da unten in dem Raum. Auch schön Vierrad gemacht. Gucken, können wir noch was machen? Matthew Taylor chippt den da rein. Kommt Robin Scheu da ran. Strafraum, nein, weggeprotzt da hinten von Holger Fuchs am Ende der Ball. Und jetzt ist Halbzeit 0-0. Also da sind wir gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Zweite Halbzeit. Alles ist möglich. Ein Tor brauchen wir. Das könnte reichen. Jetzt Anstoß FC Nettingen in der eigenen Hälfte. Dann kommt dann nach vorne. Ja. Und wenn dann jetzt alle wieder, wenn jetzt alle wieder Platz genommen haben, dann, das war ja die Vereinbarung, dann machen wir ein Tor. Dann machen wir ein Tor. Wenn wir aber noch wieder da sind, es sind noch, glaube ich, drei, sind noch beim Händewaschen nach dem Toilettengang. Bisschen, aber jetzt müssen sie alle da sein, dann könnten wir langsam anfangen, das Tor vorzubereiten. Aber erst einmal hat Nöttingen einen Einwurf vor Block 2 da auf der rechten Seite. Dann liegt es auch an uns, vielleicht
babbeln wir zu lahm. Wir müssen aufreißender, nicht aufreizender, aufreißender. Okay. Nöttingen auf der, in der Abwehr spielen sie. Nöttingen nur noch hinten drin stehen, Verzweiflungsschläge und schon wieder der UFC dazwischen. Was du, Einwurf erzwungen da. Was merkst du was? Ja, sofort was? Klappt das. Hotscher, immer wieder Hotscher. Jetzt Robin Scheu. Schon fast auf der Höhe des 16ers mit dem Einwurf. Da legt er nochmal ab auf Vetter. Auf Vetter. Er soll weiter, er soll besser, er soll schöner werfen. Er wirft Robin Scheu. Ja, Robin guckt ihn aber gar nicht an. Ja, und den weiten Ball. Was? Also das war... So, ja. Also ein hoher Ball jetzt, muss hier erst einmal geschaut werden. Magorab. So, also dann schalten wir wieder um auf Normalmodus. Stefano Meyer links rausgelegt, noch in der eigenen Hälfte Theodosiadis. Jetzt geht's dann langsam aber sicher Richtung Nöttinger Tor. Und da ich es sage, strafe ich mich lügend zurück. Kam der Ball noch einmal auf Stefano Meyer. Zentrum gespielt. Ja. Kirchhoff, der Neuzugang. Öffnender Pass, Fragezeichen. Naja, Matthew Taylor kam da nicht richtig ran. Stattdessen Robin Kraski. Ja, Niklas Kolber, der da schön untercheckt sozusagen, aber der Ball lief weiter zu. Kraski, der nimmt ihn auf, knetet ihn jetzt noch ein bisschen und schlägt ihn dann nach vorne. Zentral kommt der Mitte der Kickershälfte runter. Gucken wir mal, wer ihn da gewinnen kann. Oh, ja, Foulspiel, klar. Also wenn da Kirchhoff so blöd den Ball unterläuft, da war klar, der Stumper, der war zu sehen. Schiri hat es auch und Rapp jetzt schön, er passt auf die linke Seite, aber haben sie aufgepasst und wieder weg die Wurst, das ist das Motto. Robin Scheu macht es erst einmal gut, Matthew Taylor hilft ihm, steigt über den Ball auf der rechten Seite, zentral hat er Rapp gefunden, der verlagert jetzt auf links, heißt erst einmal Goal, der muss gucken, wie der Rapp angespielt, sehr, sehr eng machen sie es, da muss es einmal ganz schnell gehen, Robin Scheu ist da jetzt am Strafraum, wieder Goal, Doppelpass, der Robin geht in den Strafraum, er pfeift da was, ja, er pfeift Stürmerfaul, ein kleines bisschen war die Hand da, fällt sofort hinter der Verteidiger. Und es wird gepfiffen. So ist das. So kann es passieren. Das war in Ordnung. Dankeschön. Danke, lieber Lars. Danke, lieber Lars. Ich hab zu wenig Geld. Die Elli, so macht's der Lars. So kann man es mal probieren. So kann man es mal, sorry. Ja. Ist hier mal probieren. Der gönnerhafte Spender sagt, hol mal 4 Bier, gib 2 Euro raus. 2 Euro, genau. Damals auch gereicht, 1938. 1938, so war das. Ja. So, Gott. Ah, da kommt tatsächlich zu Serkan Firat. Jetzt müsste er den Turbo zünden. Kommt und dann geht er in den Strafraum. Bis zur Grundlinie. Jetzt kommt die Flanke. Ah, da stehen sie. Hinten dicht, die Nöttinger. Haben die Kugel rausbuxiert und jetzt soll der Überraschungsangriff kommen, aber der steht wieder einen Kilometer im Abseits dort vorne. Ja, Kirchhoff ist auch da. Da winkt sogar Dubi Kohlinger ab, ja. Sagt, Freunde, wo steht ihr da rum? Ja, das war jetzt nicht so der Angriff des Jahres. Jetzt kommt wieder der OFC. Ja, das war eben wie so oft schöne Aktion. Erst einmal toller Pass, dann tolle Aktion von Vierrad, aber der letzte Pass, so das finale Ding, das hat dann wieder geklemmt, da konnte wieder einer dazwischen grätschen. Klar, auf der einen Seite, sie opfern sich da schon auf die Nöttinger, sie machen das gut defensiv, aber da musste vielleicht die Sekunde noch abgezockter sein, lassen ins Leere grätschen, dann guck, wen spiele ich an, aber es ist von hier oben auch, wie gesagt, leicht gesagt mit 3 Weizenbier im Kopf, da hat man hier oben immer Ahnung und da macht man eh alles besser, also von daher ist das alles mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen, was wir von hier sagen, es ist schwierig, es war halt wieder Pech, jetzt kommt Nöttingen, Bilger dabei, Gaul dazwischen wieder, Bilger schlägt die nach vorne und Kirchhoff auf Rapp abgeköpft. Nächster Versuch, nächste Welle. Ja, der UFC noch in der eigenen Hälfte, über links kommend, jetzt auf Höhe der Mittellinie, aus Roger Hodger, aber er behauptet erstmal den Ball, dann kommt er weit vorne auf Robin Scheu. Ah, zurückgespielt, Matthew Taylor mit dem Kopf abgelegt, Stefano Meyer tummelt sich denn da vorne, hat er überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung da vorne? Einige Schlosser, jetzt fehlt er hinten, aufgepasst, da kommen die Nöttinger über die rechte Seite gegen Deo erst einmal, zieht er in die Mitte, rutscht er weg, wir haben ihn wie... Aber jetzt Mike Vetter, pass mal auf, Rosi Mittermeier, hast du das gesehen? Am ersten ist er vorbei, am zweiten ist er vorbei, im
immer noch am Ball. So kennen wir ihn. Jetzt kommt der Dritte in die Mitte reingezogen. Das war alles Vetter und Matthew Taylor. Ein bisschen glücklos. Ja, also der Vetter, der hat eine Energie, oder? Ja, ja, absolut. Aber jetzt wird es gefährlich hier. Macho abgefälscht, der Ball von Kirchhoff, aber hat den Eckes aufgenommen. So, und jetzt klären wir das, lösen wir das Gewinnspiel auf. Die GVO, die Gasversorgung offenbar, die immer Vollgas gibt für den OFC und fürs Fanradio. Sie wollte ja heute wissen, lieber Lutz, ja, bei wem haben wir denn unser Konto, unser Unterstützerkonto? Ah ja, wo wohl? Bei der Spannerbank. Ja klar, die Spannerbank Hessen, die unterstützt ja auch den OFC. Und da haben wir unser Unterstützerkonto. Und da könnt ihr auch bitte etwas draufzahlen. Das wäre sehr, sehr gut, denn 23 Spieltage sind finanziert. Aber es braucht eben, glaube ich, noch 23, wie viel haben wir? 38, 36 Spiele. Also 12, 13 Spieltage müssen noch finanziert werden. Und das ist noch eine Menge Arbeit. So, das haben wir aufgelöst. Aber jetzt erst einmal Nötting. Ja, ja, Dubi will es nicht wahrhaben, aber es war wahr. So, und Lutz, wer hat denn gewonnen? Eine Zahl brauche ich zwischen 1 und 38. Dann nehmen wir heute mal die 7, Brian Gall. Die 7, Brian Gall. Und jetzt geht es erst einmal weiter mit Serkan Vierat. Der spielt hier auf Hoca, abgelegt auf die Nummer 6. Das ist Marco Rapteo. Schaltet sich ein, ganz links auf die Außenbahn gelegt. Da machen sie es eng und weg ist er vom Schlappen genommen. Vom Schlappen genommen, greifen sie an die Nöttinger. Sehr, sehr schnell über die rechte Seite kommen sie. Dürfte aber eigentlich nichts passieren. Platz in die Schwindschnelle, wieder Fahne hoch, wieder abseits. Schritt zu weit am Tor. Eckes hat schon ausgeführt den Ball. Ja, Dubi kann es nicht fassen da unten. Seine Jungen sind immer irgendwie im Abseits. So, Brian Gall, ich habe ihn eben genannt, geht zentral, große, schnelle Wege. Muss jetzt erst einmal rechts rauslegen auf Robin Scheu. Ja, quer auf Rapp, halb links ist er da mit großen Schritten. Jetzt Pass auf Theo raus. Linksaußenposition zieht er in die Mitte. Zurück auf Rapp gespielt. Linkes Halbfeld, reingechippt in den Strafraum. Abgelegt, ach, im Rückwärtsfallen war es Taylor. Und dadurch feuert er den Ball dann auch deutlich, deutlich übers Tor. Da rutscht er beim Schussversuch da vorne ein Stückel weg. Aber wir haben eine Gewinnerin. Wer hat denn gewonnen, lieber Lutz? Eieieiei, das OFC-Mädchen, die Michaela Bürger, gell? Ja, Glückwunsch, Michaela Bürger. Ja, herzlichen Glückwunsch gewonnen. Das gibt sie ja hat zwei. Ja, richtig, wir müssen ja gleich nochmal. Sie hat zwei VIP-Karten fürs nächste Heimspiel gewonnen. Zwei VIP-Karten. Und jetzt darfst du noch einmal eine Zahl nennen, zwischen 1 und 38. Da nenne ich mal die 20, Robin Scheu, weil er direkt vor uns steht. Die 20, okay. Und jetzt gibt es dann nochmal zwei Haupttribünenkarten zu gewinnen. Also heute macht es besonders Sinn. Ja, so ist das. Und wir greifen an über die linke Seite. Vierrad wird weggegrätscht, wird rustikal weggegrätscht. Schiri sagt, kommt Jungs, haut ab. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das war ein ganz klares Foul, ein klares Tackling. Die 22 war es. Mal gucken, bleibt es bei der Ermahnung? Sieht er einen trikotfarbenen Karton? Das hieße dann den gelben. Nee, es gibt den scharfen Verweis. Junge, ich beobachte das. So schnell zücke ich die Kärtlein dann doch nicht bisher ein. Und gewonnen, die zwei Haupttribünenkarten hat. Der hier, oh, ja, der Peter Betz. Oh, dann wird es gleich größer. Siehst, ich bin ein Zauberer. Du bist ein Zauberer, die magische Hand, Lutz. Magische. Also Peter Betz, beide, die Michaela Bürger und der Peter Betz, müssen dann nochmal ihre Adresse hier genau schicken, sodass wir die Karten zukommen lassen können fürs nächste Heimspiel. Das müsste dann Pirmasens sein. Müsste Pirmasens heute in einer Woche sein. Ja, Samstag haben wir Pokal in Seligenstadt an Pirmasens und dann der Sonntag Eintracht Trier. Das ist das Programm des OFC, wo wir hoffen auf 4 Siege. Jetzt müssen wir aber erstmal am ersten arbeiten, weil hier steht es noch 0:0 und Nöttingen für das Handspiel. Ja, ja, klar, muss er machen, hätte es einen Vorteil gehabt auch. Kirchhoff schießt ihn an, Handspiel, Freistoß OFC, linke Verteidigerposition da das Ganze. Also wir arbeiten hier weiter. Immer wieder bearbeiten wir das Tor, wir haben Möglichkeiten. Wie gesagt, die richtig große Chance war noch nicht dabei, aber immer wieder Möglichkeiten im Strafraum. Wir sind das überlegene Team, also wir sind eigentlich in allem überlegen, da brauchen wir nicht drüber streiten. Und wir brauchen halt Geduld heute. Geduld, weil defensiv machen sie es halt ganz gut. Und bisher haben wir es nicht geschafft, es ihnen ganz, ganz schwer zu machen. Ja, 10 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. 0:0 steht's. Ah ja, die Nöttinger werden zufrieden sein bis hierhin. Also wenn die hier den Punkt schnappen, glaube ich, dann ja, haben die einen halben Feiertag. Den hast du, glaube ich, nicht automatisch auf dem Plan, den Punkt am Bersch. Aber gucken wir mal. Wir arbeiten dran. Kraski haut die Hulla nach vorne, kommt runter auf der Brust. Nessi-Reihe, aber Scheu passt auf, hat ihn geholt und gleich wieder Gall ins Spiel gebracht. Der auf der Sechserposition schön rausspielt auf Vierrad.
Schneller Pass wird von Theo überholt. Auf der linken Seite können wir was kreieren. Theo bekommt ihn, spielt zurück. Will er Ferrat anspielen? Da kannst du eventuell auch pfeifen. Na gut, macht er nicht. Rausgekloppt der Ball. Gaul hat ihn wiedergeholt. Und gleich zentral findet er Marco. Rechts, da bietet sich Vetter an. Das muss schneller gehen. Umschalten. Oh, das spielt ins Zentrum. Viel zu viele Gelb-Grüne. Ei, rechts, da startete Vetter durch. Der hätte viel Platz gehabt. Absolut. Ja, weil Nöttingens Gelb, das ist unser Auswärtsgelb, das sie heute hier tragen. Weil auch ein Nike der Ausrüster ist, haben sie natürlich diese gleiche quietschgelbe Trikotfarbe, die wir auswärts tragen. Sehr, sehr auffällig, das Trikot. Das Trikot, die Trikotfarbe. Kirchhoff am Ball, rübergespielt. Ja, auf halb links. Jetzt Marco Rapp im Zentrum auf Hoca. Seitenwechsel, rechts ist Vetter frei, ganz klar, mit der Brust angenommen. Und dann nimmt er Fahrt auf. Ah, weg ist die Kugel. Aber Marco Rapp, er hat sie zurück. Hat sie zurück. Kann er dann Doppelpass kreieren? Da will Matthew Taylor durchstecken. Nein, gibt auch keinen Freistoß. Wieder rausgeschlagen. Kirchhoff passt auf per Kopf. Also es ist fast schon Powerplay, was wir jetzt hier so aufziehen. Aber es ist halt diese gelbe Wand, gegen die wir spielen da hinten. Und das ist schwierig, schwierig, schwierig. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie eine Wurst reinkriegen. Dann wäre ja alles gut. Und Brian Gawler versucht es da auf links wieder, da pfeift der Stürmer faul. Ja, sehe ich auch nicht immer so, aber gut. Dem Dubi gefällt es, der klatscht. Klar, der ist zufrieden in der rechten, halbrechten Verteidigerposition. Da hat er den Freistoß bekommen. Kraski wird ihn ausführen, wird den Ball gleich nach vorne schlagen. Was soll man sagen, 57 Minuten gleich gespielt, 0:0. Klar sind wir überlegen, alles spricht für den OFC. Aber uns fehlt das Tor. Das Tor, das fehlt uns. Und hier, oh, die Nöttinger haben da aufgepasst. Da sind sie am Strafraum, haben sie den Ball erobert. Das ist Maggio. Ist, glaube ich, ein Rückkehrer. Ich meine, der hatte damals schon mal bei ihnen gespielt. Ist er weg, jetzt ist er auf die Linksaußenposition, spielt nach innen. Macht mir da keinen Mist. Schuss. Oh, da haben wir Glück. Das war jetzt die Riesenmöglichkeit für den FC Nöttingen. Donnerschlag. Eieiei. Halb links spielen sich durch. Nesirei hat ihn auf dem linken Hof. Zieht dann so aus, ja. Schrägen 8-9 Metern zieht er ab und am langen Ecktor geht er aber wirklich Zentimeter am Pfosten vorbei. Meine Hoffnung ist, der Eckes taucht ja ab. Und wenn er aufs Tor wäre, hätte Eckes ihn wohl gehalten. Aber ich bin froh, dass wir das nicht rauskriegen mussten. Also Abschlag, der ist schon ausgeführt. Ball wieder im Offensivspiel. Kirchhoff hier auf der rechten Seite geht über die Mittellinie. Spielt Scheu an. Oh, Vetter hat den Ball noch irgendwie aufhalten können. Rechts außen gegen zwei wieder. Hoca hat sich mit dazu gesellt. Robin Scheu im Fallen, kann er den Ball aber nicht weiterleiten. Wollen zurückholen. Ja, weiter geht's. Ball, Goal, zentral mit Matthew Taylor. Da ist Hoca, 18 Meter vom Tor. Wieder Matthew Taylor. Ein Haken, der Haken zu viel. Da war der Fuß dazwischen. Ah, manchmal ist der Haken zu viel, weil er klappt halt nicht. Da sind sie halt doch recht rustikal in der Abwehr. Genau so kann man heute sein Spiel beschreiben. Manchmal ist der Haken zu viel, leider heute nicht nur manchmal, aber vielleicht kommt noch was. Jetzt der OFC mit Theo schön geschickt. Dort vorne, jetzt der Haken geschlagen. Eieiei, viele Gelb-Grüne. Pfosten, Tor! Tor! Es ist Scheu. Robin Scheu. Vierrad. Scheu, den ich im Comic gemalt habe, die Punkte bleiben. Also Robin Scheu macht das 1:0 für den OFC. Und so geht das, Freunde. Also. Ja. Das war eine schwere, schwere Geburt. Ja, ich habe ihn im Comic gemalt, wie er das Ding abfeuert und sagt, die Punkte bleiben hier, der Robin. Heiliger Strohsack. Matt Taylor, 1-2 Haken, der pfeffert den Ball aus spitzem linken Winkel an den Pfosten. Von da springt er in die Mitte und aus 5 Metern fliegt der Robin ran und macht 1-0. Und jetzt geht Matt Taylor und Kosa Wada wird kommen. Wieder. Was hat der 59. Nee, der Matt bleibt. Also Robin Scheu geht. Dein euch nicht an Autobahn. Also jetzt ist es soweit, 1:0 für den OFC und Robin Scheu, er kam, sah und siegte und jetzt darf er gehen. Quasi darf er gehen, Kosa war da, kommt für Robin Scheu, aber das hat sich angedeutet, der Olli Reck hat da natürlich einen Auswechselplan und lässt sich jetzt da von einem Kopfballtor, so schön zwar, natürlich nicht aus seinem Konzept bringen. Also, es war die 59. Minute, Scheu macht es 1:0, der Assist geht auf Taylor.
Und der Lars sagt, neue Spiele, ein bisschen unglücklich, ein Haken zu viel. Und jetzt hat er genau die Haken richtig. Jetzt passen wir auf, Nöttingen am Strafraum. Eieiei, passt mir da auf. Immer noch am Ball, will die Flanke bringen, Eckball. Eieiei. Also, der Matt Taylor macht dann doch den einen anderen Haken dann richtig. Und wie gesagt, feuert dann den Pfosten, den Abpraller, köpft dann Robin Scheu aus 5 Metern ein ins leere Tor. Und jetzt trotzdem der Wechsel. Savada kommt, Scheu geht. Macht Sinn, es geht ja auch darum, hier noch zu schonen und zu sparen. Und der Robin, er macht das Tor. So, aber erst einmal den Eckball, aufgepasst, der kommt sehr, sehr kurz. Mit der Hacke will er ihn verlängern. Was gibt's da? Noch ein Eckball. Also nach Ecken führen sie die Nöttinger, so komisch das klingt. Sie waren jetzt vorne nicht extrem gefährlich, aber haben schon 3 Ecken rausgeholt, wie erst einen. Aber zum Glück führen wir jetzt 1-0 durch Robin Scheus Kopfballtor. Der Eckball von der rechten Seite mit rechts wieder geschlagen. Fetters Kopf erst einmal und weit rausgeköpft. Da Kosa war da im Laufduell. Ist er? Kann er den Ball holen? Nein, hat er gut gemacht da, der Eray Gür. Ja. Also Olli Reck, der ja, steht hier an der Linie, gestikuliert, tut und macht. Ja, und hat er noch irgendwie, ist er noch im Zwiegespräch mit dem Linienrichter. Und dann gibt es hier eine Verletzungsunterbrechung. Und die Zuschauerzahl 4.326. Damit bleiben wir absoluter Liga-Krösus, auch wenn wir uns immer noch mehr Zuschauer wünschen würden. Das schafft nicht der Waldorf, das schafft nicht Saarbrücken. Das ist der OFC. Ja, aber ich sage es nach wie vor, wie gesagt, bei allem Respekt grundsätzlich vor diesen Gegnern, vor diesen Vereinen, vor diesen ja, Mannschaften, ich selber komme auch eh, egal wie auch immer, ob ich jetzt Radio mache oder nicht, eh gegen jeden ja, Gegner ins Stadion, aber sie sind nicht die zugkräftigsten. Ja, das ist schon richtig und du musst auch sehen, das ist auch für die Leute schwer, denn dienstags abends, wir haben ja ganz viele Leute, die aus dem Umfeld kommen. Wenn ich jetzt meine ganzen Kollegen sehe aus Wetzlar und so weiter, so die arbeiten bis 5 oder 6 Uhr und dann sollen die hier um 7:30 hier aufschlagen. Also ich sag mal so. Und das noch mit dem Zug, das geht einfach nicht. Ein gewisser Gradmesser wird für mich Trier sein, das ist ein Sonntagsspiel, Trier ist ein attraktiver Gegner. Und jetzt Matthew Taylor in der Mitte, abgelegt, aber dem will nicht viel gelingen heute. Da schlägt der Mann Haken zu viel und jetzt eben, naja, hat auch ein bisschen verrissen. Stattdessen kommt der FC Nöttingen über die rechte Seite, die haben noch nicht aufgesteckt. Also sie wollen es nochmal wissen, aber Theo gut aufgepasst. Er haut die Kugel erst einmal raus, schön gestoppt auf der Brust von Hoca. Und jetzt muss Serkan Vierrad nach vorne spielen, da verzögert er erst nochmal. Abgelegt auf Brian Gall, jetzt tritt er an, ganz auf die Außenbahn, Vierrad, was macht er? Zieht ein bisschen rein, jetzt wird es enger und enger und dann ist er weg. Ah, da wollte Kosa war da durchstecken, dann noch auf Matt Taylor zentral, aber wieder ein Fuß dazwischen. Wie gesagt, sie stehen ja hinten eigentlich richtig gut. Jetzt hoffe ich, dass wir da mehr Räume finden, dass wir sie vielleicht nochmal aushebeln können, weil sie müssen jetzt natürlich was machen, weil ein 1-0 werden sie hier nicht verteidigen wollen, das wäre albern. Und ob dann am Ende hier noch ein zweites kriegst, das spielt dann auch keine Rolle. Sie müssen aufs 1-1 gehen. Jetzt versuchen sie ein bisschen mehr. Vetter geht hoch. Oh, Maggio ist da. In die Mitte gespielt. Doppelpass. Passt mir auf. Er ist noch drin. Ist noch drin, aber Vetter. Naja, und jetzt gibt's Eckball. Hat angeschossen, okay. Also 63,5 Minuten gespielt. 1-0 steht's für den OFC. Lange hat's gedauert, aber dann ist es doch gefallen. Und Robin Scheu, er hat getroffen. Ja, und Eckes, er spielt den Ball raus. Nee, ich gucke gerade mal, weil da bindet sich, glaube ich, ja, Kirchhoff die Schuhe erst einmal. Gold spielt hinten rum. Ja, wartet mal, bis der Benjamin sich die Schuhe gebunden hat. Jetzt hat er die und jetzt können wir auch wieder angreifen. Gold spielt es da schön. Das Schöne ist, jetzt haben wir es gar nicht mehr super eilig. Müssen wir auch nicht haben, weil wir haben diesen Riegel geknackt einmal. Wie gesagt, das war ja das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Ein Tor würde uns vielleicht sogar reichen. Und wenn wir am Ende mit einem Tor vorne liegen, dann ist alles, aber auch alles richtig. Hier gibt es keinen schönen Spielpreis. Nein, nein, nein. Und sie spielen ja nicht irgendwie hässlich oder schlecht, sondern es ist einfach nur schwierig, gegen diese Kette da hinten zu spielen. Jetzt aber Taylor, gucken wir halb rechts, geht Richtung Strafraum. Schön auf Kosa war da rausgelegt. Mal sehen, ob der Co. irgendwas da kreieren kann. Wieder zurückgelegt auf Vetter. Kommt eine Flanke von Mike, kommt rein, zu kurz rausgeköpft erst einmal. Ah, Rapp wieder mit dem Fuß dazwischen und Brian Gall kann sich dazwischen stellen. Nöttingen kann nicht sofort kommen, müssen es jetzt wieder mit Gefühl machen. Ball, ja, schön angegriffen von Kosa Wada. Aber auf die Auswechslung jetzt hier auf dem Schirm. Robin Scheu, der Torschütze, er ging und Kosa Wada, er kam und er wirbelt jetzt ein bisschen auf der rechten Seite. Jetzt gibt es hier nochmal eine Ermahnung für den Sportskollegen Leutrim Nitzrei. Und Marco Rapp, der hat die Kugel erst einmal gespielt auf Brian Gall und dann geht es ganz zurück, oder?
Zumindest ein kleiner Seitenwechsel. Stefano Meyer. Seitenhieb auf Meyer. Ein Seitenhieb auf Meyer war das, okay. Hoi. Ganz zurück auf Eckes im königsblauen Dress. Ich glaube, Olli Reck hat ihm das aus Schalke mitgebracht. Ja, das ist das alte Olli-Trikot aus Schalke, glaube ich, als er bei Schalke mal Feldspieler war in einem Testspiel. Richtig. Genau, da durfte er das anziehen. Hat er übrigens damals 3 Tore gemacht. Hat er das, ja? Ja. So, oh, passt mir auf, Nöttingen da, ja, aber Kirchhoff ja auch, sehr, sehr solides, gutes Spiel da hinten. Ja, ja. Jetzt einigt euch, wer ihn holt. Naja, aber jetzt hat Marco Rapp die Kugel und das ist für mich einer der besten Offenbacher. Schön reingelegt von Hoca. Missverständnis, da stehen sich fast selbst auf den Füßen. Immer noch der UFC im Strafraum. Jetzt muss er abziehen. Firat, Eckball wird's geben. Ja, der wäre schon in die richtige Richtung gegangen, ganz klarer Fall. Also Serkan Firat und der will natürlich jetzt auch gleich die Ecke ausführen. Hat er schon. Oh, das ist Rapp, der ist im Strafraum. Zieht er ab, die Fäuste von Graski, nächster Eckball. Also jetzt können wir die Chancen kreieren. Jetzt haben wir nach Ecken auf jeden Fall einmal ausgeglichen. Da steht es 3:3, 1:0 nach Toren. Robin Scheu war es, der hier diesen Riegel geknackt hat, der den Bann gebrochen hat. Nach Pfostenschuss Taylor hat er den Abpraller reingeköpft. Eckball ist ausgeführt, Rapp auf links außen, gleich wieder auf Vierrad gespielt. Der ist im Dribbling um den ersten rum, muss aber ganz zurück auf Theo spielen. Der ist im linken Halbfeld. Ja, und ein Segelball in den Strafraum mit der Hacke von Goal angenommen in die Mitte. Kraski ist da. Das war akrobatisch, was Goal da gemacht hat. Das hat er im Flug den Ball schön mit dem linken Außenriss angenommen. Das war technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann zieht er. Jetzt steht der Kosa Wada hier in der Innenverteidigung da hinten. Naja, die müssen alle da spielen, wo es gerade mal gebraucht werden. Und so muss das sein. Da hat er, der Olli, der macht das schon richtig mit seinen Jungs da unten. Nicht so wie in den 50er Jahren, als du noch ein junger Mann warst. Ja, damals war ich 27. Halbstürmer, ja, und da stehst du das ganze Spiel rum. Ja. Ja. Aber am Ende musst du da stehen, wo du stehen musst, damit du das Ding reinmachst. Das stimmt. So, Marc Kirchhoff und Rapp ganz zurückgespielt auf Eckes. Also wenn den Spruch zum Beispiel Horst Rubesch mal gesagt hätte, wäre er in den Büchern gelandet. Am Ende musst du stehen, wo du stehen musst. Damit du ihn reinmachst, wo er rein muss. Das ist auch sehr schön. Ja. Gisner pro Poesie. Ich wollte noch sagen, unser Marcel Reich hat es so schön. Ich werde ein Gedichtband schreiben. Großer Philosoph, oder? Ja, das wird das Vorwort. So, aufgepasst, Vierrad, Linksaußenposition. Flanke kommt gut, Kosa war da, kommt nicht ran, na, den kann keiner erlaufen. Ich wollte mal geadelt werden von unserem Marcel Reich-Ranitzky. Nein, es war Weltklasse. Am Ende musst du stehen, wo du stehen musst, damit er hinkommt, wo er rein muss, oder was? Damit er hinkommt, wo er rein muss, oder so ähnlich. Wir müssen uns in der Aufzeichnung nochmal anhören. Ah, jetzt hat erstmal Vetter sein Schaff, aber na, Kirchhoff. Der wird doch wohl, die Nöttinger, die drücken, natürlich machen sie auf, ist ja klar. Müssen sie. Bleibt ihnen ja nichts mehr anders übrig und das sollte uns auch entgegenkommen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal da hinten Situation bereinigen. Da war der Ball auch ein bisschen an der Hand, sowohl von Rapp als auch von Vetter. Er hat nicht gepfiffen, jetzt hat er gepfiffen und zwar für uns. Da gibt es Freistoß, Marco Rapp wurde zu Boden gezogen. Und Dubi Gullinger, den habt ihr eben im Hintergrund gehört, ja, der will jetzt auswechseln. Setzt nochmal alles auf eine Karte. Ja, der Dubi. Der Netz-Kaputtschießer. Okay, wer kommt da? Bellanave, Gür geht. Und Claudio Bellanave kommt. Ja, und da wir jetzt die Auswechslung haben, sage ich es nochmal, wir brauchen dringend eure Unterstützung, 40 Euro. Ja, schau mal bitte auf die Fanradio-Seite, da steht unsere Bankverbindung. 2x20 Euro ginge auch Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Dann können wir für euch weitermachen, so wie ihr das von uns erwartet, so wünschen wir uns das von euch. Denn eine Hand wäscht die andere, wir sind immer für euch da und ich denke, ihr kriegt das auch hin. So haben wir es die Jahre hinbekommen, so sollten wir es auch dieses Jahr hinbekommen. Und ja, zumindest wurde ja schon kräftig vorgelegt, aber eben 13, 14 Spieltage sind noch zu finanzieren und da müssen wir alle nochmal ran. Also, jetzt muss der UFC auch nochmal ran. Dort vorne im Gewurstel, genau. Ja, aber noch sind wir dran. Hoca, Taylor, Wechsel, dieser macht er toll. Schade, Kopf dazwischen, aber Vetter hat ihn per Kopf, wollte auf Savada ablegen, aber ja, der war einen Schritt zu schnell. Aber den nächsten Ball hat Rapp geholt. Vetters Hacke, den Ball auf Taylor, Savada. Sagt ihm, da sei einer hinter, aber wie sagt er es ihm, er hat einen hinter sich. Er holt den Freistoß, er zieht den Freistoß, Zentrale, 32 Meter würde ich sagen. Eigentlich für einen Direktschuss nichts, aber mal gucken, was die zwei
Ja, die zwei Schlawiner, die da stehen, das ist nämlich Hotscher und Vierrad, unsere Freistoßschlawiner, ob die da vielleicht irgendwas auskochen. Ja, ist natürlich ein bisschen zu weit, ne? Das Ganze, ja, sind 34 Meter zentrale Position. Genau deshalb. Ah, weiß ich nicht. Meinst du, der kann das direkt reinwichsen, das Ding? Er kann das, aber die Frage ist... Babbel ihn rein, Lutz! Babbel ihn rein, Lutz! Nein, Hotscher wird es schaffen. Hotscher, glaube ich, der zimmert das Ding aufs Tor, der zimmert ihn ins Tor. Ah, na... Ein Field Goal. Field Goal war es, weil der war am Ende, also von der Mittellinie wäre er ins Tor gefallen, aber so ist er knapp. In Heusenstamm am Rugby oder am Footballplatz, da ging er ins Field Goal. Ganz genau, da ist er. Bis dahin hat er hingeschossen. Also, was gibt's jetzt? Oh, Maslanka kommt. Ja. Okay, Matthew Taylor geht. Kriegt der Applaus. Auch wenn ihm heute nicht so viel gelungen ist, er hat gerackert und gemacht. Arschvoll geackert und hat am Ende das Tor vorbereitet. Also, das sage ich mal, Auftrag erfüllt. Also, ein Stürmer messe ich jetzt nicht unbedingt daran, wie viele Bälle er elegant aus dem eigenen Strafraum köpft. Und er hat am Ende das entscheidende Ding, da hat er... Ist auch zweifelsfrei, dass er ein ganz toller, wichtiger Spieler ist. Aber er hatte schon Spiele, wo er noch effizienter war. Ja, aber heute war es sehr, sehr wichtig. Der Moment, dass er da vorne... an den Pfosten gestochen hat und der Robin hat ihn abgestaubt. Also Maso mit seinem ersten Einsatz, den Kopfball hat er zumindest erst einmal gewonnen. Das ist immer gut, wenn man so ins Spiel reinkommt. Und ja, was hat er denn gepfiffen? Freistoß für den OFC. Es ist gerade ziemlich ruhig geworden. Flankenball, also dieser weite Schlag, der flog ins Seitenaus. Herr Liri hebt die Fahne, also gibt es Einwurf OFC. Von da... Also wer mich begeistert, das muss ich sagen, Lutz, ich meine im Grunde viele, ja, und viele stechen manchmal auch deutlich heraus, aber einer, der ist absolut konstant und das ist Marco Rapp. Absolut, hab ich vorhin schon gesagt, absolut genialer Einkauf, das ist so ein überragender Spieler, wird von Woche zu Woche besser. Ja, das hat einfach Hand und Fuß, was er macht. Absolut, komplett, also hinten wie vorne, also der holt 1 Million Bälle, das fällt halt so dem geneigten Zuschauer am Bierstand nicht unbedingt immer auf. Aber der erobert unglaublich viele Bälle und er ist unglaublich also verbindungssicher in seinem Passspiel, ob jetzt weit oder Kurzpass. Da findet er eigentlich ja, zu 98% immer die richtige Lösung. So, jetzt Vierer im Strafraum, jetzt können wir es machen. Das ist Hotscher im Strafraum, zieht ab, vorbei, aber Eckball, da war ein Fuß dazwischen. Also gute Möglichkeit für den OFC auf das 2:0. 73 Minuten gleich gespielt, 1:0 führen die Kickers. Und jetzt gibt es Eckball von der linken Seite vor der Henninger Tribüne. Ja, und da wären wir wieder empfänglich, ne? Ich bin komplett empfänglich, dass jetzt mal ein Eckballtor nachgelegt wird. Vierrad Hotscher ist, versammeln sich da mit ihrer kurzen Variante. Vielleicht entschließen sich dann aber auch zu einer langen. Schauen wir mal. In der Mitte ist Kirchhoff, da sehe ich Maslanka, da sehe ich Meier, da sehe ich Gaul. Also all die üblichen Verdächtigen, der Ball kurz gespielt. Ja, das ist Theo links jetzt wieder auf Vierrad. Der ist im Dribbling Haken geschlagen, wieder zurück auf Theo. Kann die Flanke noch reinchippen, aber rausgeköpft erst einmal von Nöttingen. Theo den nächsten Ball geholt, können wir da ein bisschen für Konfusion sorgen. Gaul will den Ball holen, aber rausgeschlagen von Nöttingen. Rapp, da haben wir ihn gelobt, da ist er wieder hinten als auf den Innenverteidiger. Köpft er den Ball weg. Er ist einfach überall, das ist und das. Wenn der irgendwann sogar noch Tore schießt, ja, dann wird er in die Champions League verkauft. Ja, hör auf, das ist halt das Schlimme. Hoffentlich schießt er keine Tore, denn das ist genau das, was wir brauchen. Ja, nein, das ist schon ein richtig toller Spieler, das ist ein richtig toller Einkauf, den sie da getätigt haben. Aber der hat auch seine Zeit gebraucht am Anfang, bis es so richtig zu diesen konstanten, großen Leistungen fähig war. Ja. Aber das ist jetzt schon seit Wochen stabil. Du hast aber auch gesehen, vorher hat er nicht sehr, sehr häufig regelmäßig gespielt. Und dann brauchst du ein Spiel halt. Ja, da wurde er schlecht in Szene gesetzt. Aber er ist im Zweikampf. Kann er den da noch irgendwie behaken? Nöttingen kommt, ist 18, 19 Meter vorm Strafraum links rausgespielt. Kann er den Ball annehmen? Spitzwinkling flankt rein. Meier per Kopf wird aber über den Haufen gerannt, sagt er auch Stürmerfoul. Ja, klar. Freistoß OFC aus dem eigenen 16er. Da jetzt gleich die Schlussviertelstunde eingeläutet wird mit der Glocke. Das werden wir hier auf Biebershöhen hören. Das kennen wir. Oh, und guck mal, dein Freund, da kommt er wieder hier mit der Wurst. Schon die dritte Wurst, oder? Herr Dr. Kissner, hätten Sie mich mal das 1-0 schildern lassen, dann würde es jetzt schon 2 oder 3-0 stehen. Aber so, Sie sind selbst schuld. Ich esse meine Wurst, bin beleidigt. Ja, da ist er wieder, Marcel Reichanitzky, wie er leibt und schwebt. Und beleidigt ist auf der Kickerswolke Nummer 7. Aber auch er freut sich ein bisschen schelmisch über den 1-0, über das 1-0. Und jetzt Kosawada, rausgelegt auf Vetter, aber das ist viel zu weit. Die Idee war nicht schlecht, aber der war dann noch ein bisschen zu steil aufs Tor gespielt.
Da konnte Vetter nicht mehr rankommen, aber die Grundidee, die war schon gut. Hast du gesehen, handlungsschnell ist er auch wieder zurückgelaufen, holt den Ball, Kosa war da und jetzt Maslanka. Ja, die Dampflok nimmt da Fahrt auf, Fuß davor, aber Gaul ist sofort da und wieder Savada. Schlussviertelstunde eingeläutet und Maslanka legt den Ball auf rechts außen vor. Da ist Mike Vetter. Ja, gibt Einwurf, klar, der Mike geht der Ball an Fuß. Ist ein bisschen gestummt worden, reicht nicht für ein Winken. Es gibt Einwurf, Nöttingen, linke Verteidigungsposition, eigene Hälfte. Ja, im hinteren Drittel, am Ende des hinteren Drittels ist es, werfen ein. Ah, schön, Maslanka den Ball geholt, raus auf Hotscher. Den Ball gespielt zurück, Maslanka steigt auf den Ball, will er vorbeigehen. Nöttingen kann rausschlagen den Ball. Ja, Maggio hat ihn aber Savada zurückgeholt. Wir sind dran, gucken wir mal, Vierrad. Savada, Vierrad, kann er den Ball auf den Fuß legen? Da will er wahrscheinlich raus auf Savada zurück. Chippt ihn raus, wieder Vierrad, aber Fuß dazwischen. Ach, da, ja, wollten, da wollten die beiden es hier im Doppelpass ganz durch die Hälfte der Nöttinger schaffen. Aber gut, der UFC jetzt richtig gut und ballsicher dabei. Und da ich es sage, ja, da läuft einmal durch. Ist egal, da war ein Fuß halt dazwischen. Dafür sind die Nöttinger da, dass sie das Spiel ein bisschen stören und versauen. Das darf man ja nicht übel nehmen. Theo, Doppelpass, nein, Vierer zurück auf Goal, schön gechippt auf Theo, der hat da Platz am linken Strafraum, da ist er, geht in den Strafraum, zieht ab auf Vierer raus, abseits war's. Wollte der Ball gefühlt eine Viertelstunde fast auf der Linie entlang. Ja, Hodger hat den Fuß nicht nach vorne bekommen, aber egal. Hat eh abseits gewunken, da war wohl Vierrad bei dem Pass raus, schon im Abseits. Weil beim Querpass bist du eigentlich nicht im Abseits bei Hodger, aber egal, alles ist Makulatur, Hönneding hat den Ball. Also blieb es dabei, dann hätten wir ja eigentlich schon 8 Punkte. Savada hat den Ball schön geholt, Hodger ist zentral, können wir was kreieren. Hodger steigt einmal auf den Ball, dreht sich noch einmal, er will glaube ich einen Freischuss ziehen. Ist nochmal, zieht er ab. Geblockt, Savadas Brust zurück, Maslanka wird dazwischen aber rausgehauen, der Ball. Also ist auch so ein Spieler, den ich gerne sehe. Absolut. So eine richtige dreckige Kampfsau. Aber eine technisch beschlagene Kampfsau. Das heißt, er kann auch kicken. Absolut, er kann richtig gut kicken. Und er hat sich unter dem Olli auch sensationell gut gesteigert. Also wenn du ihn verunsichert in dem ersten halben Jahr gesehen hast hier, hat nix. Ah, Makorab jetzt, da zieht er die Fäden wieder im Mittelfeld. Rausgelegt auf die linke Seite. Vierrad lässt langsam angehen mit dem Hackentrick nochmal zurückgespielt. Oh, da bittet er zum Tänzchen, ist vorbei. Was macht er? Links raus, Theo, jetzt muss aber die Flanke kommen. Da machen sie klein und klein, das ist zu eng. Aber jetzt in die Mitte rein, abgelegt. Sie wollen es ins Spiel, ins Tor rein zaubern. Zaubern reintragen. Was für eine Ballstaffette und ehrfürchtig schauen sie zu. 20 Ballberührungen. Absolut, aber am Ende war dann der 16-Meter-Schuss von Hodger. Hat natürlich dann Kraski nicht vor das größte Problem gestellt. Da taucht er ab und hält ihn. Aber das war schon, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also das 1-0 hat das Ganze hier ein bisschen gelöst und entbrockt. Das ist das, was ich sage. Hätten wir hier nach 5 Minuten das 1-0 gemacht, dann hätte Nöttingen hier seine Riegeltaktik aufgeben müssen erst einmal oder nicht ganz so krass halten können. Und wenn du in so einem Spiel das zweite Tor machst, dann hast du Spaß am Abend. Dann heute ist gut. Müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall das 1-0 halten. Und im günstigsten Fall noch ein zweites Törlein nachlegen, dann ist alles gut. Also jetzt wird hier nochmal ausgewechselt. Schirk gegen Frank. Frank geht von Feld. Der linke Verteidiger geht. Das ist ja der Kollege, den du vorhin gesehen hast. Der Bitzer, ja genau. Halbzeit. Ja genau, der Techniker Bitzer. Ein Techniker vor dem Herrn. Aber wir wollen es nicht beschreien. Nein, um Gottes Willen, ich beschreie hier gar nichts. Also, Schenker, Reinhard Schenker geht runter und Frank Simon und es kommt Colin Bitzer und Michael Schürk, das ist der Torjäger, der hat hier auch zuletzt getroffen vor 2 Jahren. Wollen wir hoffen, dass er das heute nicht wiederholt. Damals war es das 1:3, der Anschlusstreffer, der Ehrentreffer. Heute, sagen wir mal, sollte die Null machen. Also, der UFC bleibt vorne, aber dann ist er erst einmal wieder weg. Naja. Also, Nöttingen, 11 Minuten bleiben ihnen noch in der offiziellen Spielzeit, um hier vielleicht was Zählbares mitzunehmen. Aber der UFC, der hat nicht nur etwas dagegen, nein, der ist auch in der zweiten Halbzeit deutlich spielbestimmt und besser. Und ja, zwischenzeitlich gab es da regelrecht Powerplay. Ja, also wir sind noch spielbestimmter, weil also man darf es nicht, erste Halbzeit, auch klare Überlegenheit vom UFC, da haben wir nur die Möglichkeiten nicht so klar gehabt, auch nicht genutzen können, logisch. Und da kam halt wirklich der Dosenöffner da, Matt Taylors Geniestreich, 2-3-facher Hacke-Haken und sowas. Er pfeffert den Ball an den Pfosten, von da springt er ins Feld zurück, da steht Robin Scheul, köpft ein aus kurzer Entfernung.
Das war hier quasi der Dosenöffner und seitdem sehen wir hier ein wirklich extrem munteres Spiel, weil auch Nöttingen mehr nach vorne machen muss. Da müssen wir jetzt mal die Luft anhalten, rausgeschlagen. Gerade liegt einer am Boden. Da liegt, glaube ich, das ist Mattia Maggio. Der liegt am Boden, hat einen abbekommen, also hat natürlich Kirchhoff den Ball erst einmal ins Seiten ausgeschlagen. Jetzt wollen wir hoffen, dass sie uns den auch wieder zurückwerfen, weil das war jetzt kein Befreiungsschlag. Ja, Lutz, hier wird nochmal gefragt, wer hat denn eigentlich das Tor gemacht? Ja, Robin Scheu war's. Der Robin. Ja, der lustigerweise habe ich den heute in den Comic reingekritzelt. So. Also Robin hat was dagegen, da pfeffert er auch so einen Ball. Ja. Ja, Olli wollte ihn ja ursprünglich gar nicht stellen. Und dann habe ich ihm Olli gesagt, Olli, hier ist die Stadionzeitung. Ja. Die müssen wir immer schon deutlich vorher schreiben. Genau. Hier, guck mal rein. Ja. Was hat der Lutz gemalt? Ja. Olli, guck mal, was hat er gemalt? Ja, da kannst du doch den da Lutz... War der, da war der Robin und da hat der Olli gesagt, Mensch, da hast du eigentlich recht. Ich kann den nicht so bloßstellen, dass ich jetzt den Robin auf der Bank sitze und... Also hat er das gemacht? Ja, wir hatten alle recht. Natürlich, natürlich. Olli sowieso. Und wir riesen Respekt für Olli, ne? Natürlich. Also der ist nicht nur ein genialer Stratege, sondern er lässt sich auch beraten, wie wir es gesehen haben von uns. Er kann auch die Zeichen im Stadionheft richtig lesen und werten. Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich es nicht. Weiß ich auch nicht. Was soll sonst noch passieren? Wer weiß nicht. Also, ob Manna vom Himmel fällt oder... Aber Torschütze gezeichnet ist. Es ist doch so, manche Leute sagen ja immer, es stand doch in der Zeitung. Natürlich. Ja, und so ist war es doch bei uns auch, stand doch in der Zeitung. Ja, aber bei uns steht es halt vorher in der Zeitung, woanders halt immer erst nachher. Es ist der Unterschied. Also, Kickers Magazin lesen, da seid ihr vor dem Spiel schon bestens informiert. So, jetzt geht es hier aber weiter, Verletzung ist vorbei. Und Nöttingen, ja, großer Waller, Krätsch, der hat den Ball, blitzschnell aufgestanden, rechts außen, ist Hotscher in die Mitte, aber der Krätsch. Ah, das war mal guter Angriff jetzt hier in der 82. Spielminute, 1-0 steht's und jetzt gibt's Eckstoß von der rechten Seite, da ist auch die Kulisse wieder da. Also der OFC schon mit dem deutlichen Chancenplus. Er will natürlich auf 2-0 erhöhen, auch wenn die Nöttinger natürlich alles hier versuchen nochmal, auch offensiv nochmal eingewechselt haben. Aber jetzt erst einmal der OFC am Drücker. Vielleicht jetzt Hotscher. Ja, Vierrad in auf. Oh, so war da. Da fällt er ihm fast vom Schlappen. Eieiei, da ist er weg. Also in Ecken, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf, weil das werde ich kurz spielen, das haben sie gemerkt. Jetzt rausgerotzt der Ball. Gucken wir mal, Raps Kopf mal wieder. Rapp dazwischen, Zawada verlängert ein bisschen. Vierrad kommt nicht ran. Aber am Ende war es Kirchhoff, ja. Auf Hodja, lässt prallen auf Maslanka, zurück auf Hodja. Der will sich dagegen zwei reinhängen. Aber irgendwie können sie sich befreien, sind genau auf dem Mittelpunkt schnell rüber gewechselt. Schnelle, weite Schritte da von Michael Schürk, dem Torjäger über die Jahre. Tolle Bilanz hat er, Flanke kommt, aufgepasst hat Kirchhoff. Aber Schusschance, geprallt und jetzt Rapp am Ende. Komm, macht die Sache fertig, er macht sie fertig, erst einmal rausgeschlagen. Aber wieder Nöttingen. Macht uns hier bitte keine Angst, Jungs. So, Vierrad hat er da am Ball. Nein, wieder verloren, wieder Nöttingen. Gefällt mir nicht, das so zu schildern. Sind auf der rechten Seite ein Beinschuss durchgechippt. Kirchhoff am Ende den Fuß dazwischen. Gutes Spiel von Benjamin Kirchhoff bis hierher. Muss man sagen, die Verteidigung steht bestens. Und Vierrad da vorne. Ah, Dubi Golinger, der regt sich mächtig auf. Der hat das alles anders gesehen. Ja, der fleht hier zum Schiri, zum Linienrichter. Aber der OFC, der bleibt erst einmal im Ballbesitz. Was ist denn jetzt? Wieder Verletzungsunterbrechung. Auf Nöttinger Seite. Das wird gleich kommen, Christoph Steulers. Der wird hier auch noch gleich ins Spiel kommen. Nach 83,5 Minuten ist er eben angewetzt gekommen, hat sich im Laufen schon das Leiberl runtergerissen, damit es mit dem Anziehen vom Trikot schneller geht. Während da aber erst einmal die Betreuer, die Pfleger, die Ärzte, die Chirurgen, wer auch immer rein. Ah, Neophytos kommt nochmal in der Schlussminute, oder was? Ich glaube, ich habe gesagt, der zieht sich. Ja, und er? Nee, Neo geht langsam und gemächlich. Der Steulers hat einen straffen Schritt gehabt und hat sein Leiberl ausgezogen. Also da unten ist unser Neuzugang, können wir gerade schildern. Serkan Götze heute im Kader. Mal gucken, wann er das erste Mal spielt. Jetzt kommt erst einmal Steulers, mal schauen, wer geht. Steulers kommt, das könnt ihr Statistiker daheim mit euren Zetteln auf dem Küchentisch schon mal vermerken. Noch ist er nicht drin, weiter Schlag nach vorne, rausgeköpft von Nöttingen, aber genau auf Kosavada. Ja. Großer Wader, da muss ich immer schmunzeln. Der kleine Kerl, der springt so hoch, der kriegt jeden Kopfball. Ja, komisch, ja. Gucken wir mal, ja, da war der ein bisschen... Der ist ja auch so leicht, der schraubt sich in die Luft. Das hat man eben bei der Grätsche gesehen, wie schnell der wieder auf den Füßen stand. Das ist unfassbar, du. Also, das ist... So, Wechsel. Also da kommt der
Stoilers kommt für Vierath. Dann wechseln wir hier auch aus, ganz klar. Und dann kriegt ihr das jetzt hier auch ins Bild. Ja, da kommt die Folie. Vierath geht, Stoilers kommt. Ja. Also, Stoilers kommt, ein weiterer Einsatz. Rein damit, ist auch nochmal eine Nummer größer, falls es hinten irgendeinen Kopfball zu überstehen gibt. Jetzt gucken wir mal. Flanke, Weiterschlag von Nöttingen kam in Linksaußenposition Sinze. Nummer 7 muss aber erst einmal abdrehen und zurückspielen an die Mittellinie. Neuaufbau. Halbrechte Position sind sie wieder dazu gezwungen, quasi zurückzuspielen. Trent Hodger geht gleich drauf. Er muss den weiten Schlag auf die linke Seite spielen. Kurz. Ja. Ah, Marco Rappe. Ah, da war er dazwischen und dann ist er im Aus. Meine Halbzeitbeobachtung. Hat den ersten Ball verloren. Unser Scout hat sich ganz verliebt in den Mann. Naja, nicht so ganz. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Aber bis jetzt hat er mich keine Lügen gestraft, das ist immerhin etwas. Da bin ich schon mal sehr froh, dass mein Blick nicht völlig verklärt war. Einwurf, Maslanka chippt ihn nach vorne, aber da ist nur ein Nöttinger angegriffen von Hodger, kann erst einmal quer spielen. Und jetzt ein weite Schlag, aber Fahndal hoch, natürlich. Also erstmal schießt er den Ball irgendwo auf den Parkplatz, aber er war auch sowieso 3 Meter abseits. Ja, also unser Kollege, der ist hier überhaupt nicht amused. Der ist nicht amused. Nein. Der zappelt und tut und macht hier. Das hat er sich anders vorgestellt hier auf Biebershöhen. Aber gut, man kann ja auch nicht so vermessen sein und sagen, naja, da gewinnen wir mal andererseits, ne, wenn es lange so eng und so knapp ja, steht. Genau. Und das haben sie im Grunde schon ordentlich gespielt, muss man sagen. Es war am Ende der Geniestreich von Matt Taylor, der den Ball an den Pfosten dann nagelt. Ja, vorher sehr schön sich das Ding selber bereitet hat und die gedankenschnelle Handlung von Robin Scheu, der hat es geahnt, der hat gelauert, köpft ihn rein. Also ansonsten machen sie es uns sehr, sehr schwer da hinten. Also Abwehr räumt alles gut weg und wenn mal was aufs Tor kommt, ist der Torwart da. Also Mike Vetter jetzt nochmal mit dem Einwurf direkt vor Olli Reck. Ja, am liebsten würde er einwerfen. Maslanka kommt dann nicht richtig. Doch, hat er ihn, Maslanka. Was soll er machen? Ja, vielleicht einfach mal selber schießen. Kose war da. Ei. Da tänzelt der Ball fast auf der Linie. Da kratzt dann runter der Nöttinger. Ich weiß nicht, wer es am Ende war. Brian Gall im Pressschlag. Oh, ja, da sind sie jetzt dazwischen. Über Falati kommen sie. Weiter Schlag. Eckes kommt raus. Oh! Eckes mit dem Kopf, muss er klären. Und jetzt will er von hinten schießen, Eckes zurück. Und dann hat er, ist er deutlich vorbei, da ist er deutlich vorbei. Also 2,5 Minuten noch zu gehen hier auf Biebershöhen, 1:0 für der OFC. Naja, und da gibt es keinen Zweifel, dass der Spielstand mehr als nur in Ordnung geht. Aber es war eine schwere Geburt bis hierhin. Und Lutz, es ist noch eine schwere Geburt. Wir sind noch am Gebären hier. Also wir sind noch im Kreissaal, also noch können wir die Geburt nicht vermelden. Das ist halt so. 2 Minuten noch plus X, je nachdem wie gut dem Schiedsrichter Daniel Schlager hier das Spiel gefallen hat. Aber Eckes erst einmal vorgerotzt den Ball. Maslanka will ihn verlängern. Kosa war da auch noch dazwischen. Maslanka wird über den Haufen. Oh, da hat Maslanka was abbekommen. Ah, wenn der Maslanka schon da unten liegt, dann muss schon was sein, denn der ist eisenhart und die Nöttinger spielen weiter, kommen ihrerseits über die linke Seite, gehen jetzt hier bis zur Grundlinie. Marco Rapp kümmert sich um ihn, aber immer noch tänzelt er drumherum und dann haben sie es gut gelöst, die Offenbacher. Doch noch, nur Nöttingen kommt noch einmal und hier wird natürlich gepfiffen, weil Maslanka sich dort unten krümmt und der markiert doch nicht bei sowas. Nein, ich sage linke Adduktoren, das was er sich da hält. Ei, das sieht nach linken Adduktoren aus, obwohl ich natürlich kein Arzt bin. Aber wenn du dir den linken inneren Oberschenkel hältst, dann hat es da wehgetan. Verdammt wehgetan. Gucken wir mal. Aber er macht noch Rasenpflege. Ah, ja. Gut, er weiß auch, dass wir nicht mehr wechseln können. Also irgendwie wird er sich jetzt da durchwurschteln, aber der hat einen abbekommen. Aber der Maso, der ist... Marco Rapp, eine Ansage beim 23er da, beim Theodor Bräuning. Er hat gesagt, Freund, noch einmal, dann, kriegst du keine Ansichtskarte aus meinem nächsten Urlaub. Nee, so hat er gesagt, oder? Ja, da geht's hier mal über der Aschenbahn, so wie früher. Da werden sie mal über der Aschenbahn geschickt, die Jungens. So. Ihr wisst ja, dass der Bötti die Dusche auf kalt gestellt hat. Da gibt's rote Erde unter der Haut, ja, mehr sage ich nicht. Schlussminute, eine halbe Minute noch zu gehen. Und dann könnte das klappen mit dem Dreier. Und wir wollen für euch weitermachen, brauchen aber auch Unterstützung. Bitte schaut, dass wir das zusammen hinkriegen. 40 Euro oder 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde. Jetzt erst einmal Vetter im Laufduell. Und zweiten Ball hat er
hat er. Ja, ja, und jetzt muss er ihn wegmachen. Jetzt schießt er ins Aus. Und da, ja, ja, gab es wohl auch irgendwie ein kleines. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin die den Ball werfen. Ja, die werfen den nicht zu uns, oder? Na, na doch, fair gemacht. Fair gemacht. Dafür, dass jetzt die 90 Minuten um sind und es gar nicht so viel Grund gibt, nachzuspielen, oder? Ja, nee, gibt es eigentlich so nicht. Was wird er geben? Ein, zwei Minuten. Ja, gucken wir mal. Kosavada, der hat zumindest jetzt mal Raum, müsste jetzt Flanke nach vorne. Stoilers, der Neueingewechselte. Da kommt er auf der linken Außenbahn an den Ball, hat es gleich mit Zweien zu tun. An der Eckfahne kommt er zu Fall, Freistoß OFC in der Nachspielzeit. Da sind wir jetzt schon eine Minute über die Zeit. Und wegen uns kann er gerne abpfeifen, Lutz. Du, ja, also insgesamt ja, war das ja hier kein schlechtes Spiel, können wir überhaupt nicht so sagen. Wir haben halt zu wenig Tore gemacht, aber das passiert nun mal. Aber jetzt, wenn wir schon mal da vorne sind, Lutz, könnten wir doch noch einen machen, oder? Jetzt können wir. Bist du empfänglich? Absolut, aber jetzt machen sie erst mal klein, klein da. Hotscher an der Eckfahne gegen zwei. Mal sehen, wie lange er hält den Ball. Ja, zurückgespielt von Stoilers auf Theo, der macht einen kleinen Schnicki, aber Stoilers macht das gut. Er läuft nämlich hin und nicht Hodger, der wäre im Abseits gewesen, kurz auf Maslanka. Der ist am Strafraum, an der Strafraumkante. Ja, wurschtelt er sich auch wieder Richtung Eckfahne gegen zwei. Der Maso, der kann das auch. Ja, den Kampf gegen drei erkämpft er sich da. Was gibt's jetzt? Ja, jetzt ist er dann doch weg, aber Leute, wir sind jetzt anderthalb Minuten über die Zeit und allzu lang kann er nicht mehr nachspielen. Und dann sollte der Dreier da sein und das wären dann sportlich 8 Punkte. Auch sind wir nicht so weit, ganz ehrlich. Das ist mit diesem Fellverteilen und Pferdekotzen. Aber Goal auf der linken Seite, passt mir auf, jetzt keine Blöße mehr geben. Noch einmal ein Schlag, Meier humorlos, nach vorne wieder geschlagen, der Ball. Da kopft die Nöttinger, aber es ist rapp und rapp. Ja, will ihn eigentlich ganz weit weg und da geht Kosa war da nochmal dazwischen. Aber rausgechippt, Mike Vetter ist da auf der Brust, hat er den Ball und jetzt rotzt er schön hoch und weit Richtung Mittellinie. Mal gucken, der Co, ob er ihn holen kann gegen den Bilger. Hast du das gesehen? Der ist ein Kopf größer und der Co gewinnt den Kopf. Ja, weil er halt vom Timing her optimal ab hochgeht. So, Schiri lässt noch spielen hier. So, jetzt hat aber Kosavada den Ball. Ja, will er Hodger anspielen, aber den Abwehrversuch bekommt Kosavada. Schiri hat gefallen am Spiel. 2 Minuten über die Zeit. Jetzt kommt nochmal die Flanke. Und das könnte Stoilers jetzt alles klar machen. Ja, Kraski, der Linksschuss von Stoilers. Und Kraski taucht ab, schlägt sofort ab. Jetzt ist aber langsam mal gut. Der Kopf von ja, Kirchhoff wieder. Sehr, sehr gut. 2 Minuten und 40 Sekunden über die Zeit. 1:0 führt der OFC. Und jetzt schaut er zur Uhr. Nein, er macht keine Anstalten. Gesehen hat er die Zeit wohl. Aber er will weiterspielen und Nöttingen, sie kommen noch einmal. Stefan Neumeier, erst einmal gut abgefangen. Dann zieht er vorbei am ersten, am zweiten. Und dann abgelegt von Maslanka auf die linke Seite. Theodosiadis. Ja, erst einmal ein bisschen Zeit schinden. Und das war's. 1:0 gewinnt der OFC. Kollinger will es nicht wahrhaben, aber es ist so. Am Mikro sagt Tschüss, Lars Kistner. Und Lutz Kammermeier, ciao, ihr Leute, feiert schön, verdienter Sieg.